Im Namen unseres Herrn Jesus zu diesem Vortrag von Bruder Uwe Bausch über das Geldsystem der Gegenwart als Wegbereitung für das Reich des Antichristen. Ich habe den Vortrag schon gehört, es wird sehr spannend, auch etwas länger gehen, es werden auch viele Bilder gezeigt. Ich möchte jetzt zu Beginn einige Verse aus der Heiligen Schrift lesen, aus Jakobus 5. Hier steht: Und nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt und auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Wir wollen uns noch erheben zum Gebet. Allmächtiger, heiliger Gott, wir sehen, wie viel Ungerechtigkeit auf der Welt ist und bitten dich, schenk uns gereinigte, geheiligte und gerecht gemachte Herzen, dass wir Lichter sein können in dieser Zeit. Hilf auch Bruder Uwe jetzt, dass er Weisheit hat für diesen Vortrag, Kraft hat, auch gesundheitlich, und schenk uns auch Verständnis dessen, was geschieht. Herr, leite uns durch diesen ganzen Abend, durch deinen heiligen Geist. Amen. Ja, ich möchte bitten, während des Vortrags möglichst ruhig zu sein. Das wird auch aufgezeichnet. Und Rückfragen vielleicht erst nach dem Vortrag zu stellen. Und wenn es etwas länger geht, vielleicht, wer schon gehen muss, stillschweigend rauszugehen. Es steht auch ein Büchertisch, da kann man sich auch bedienen. Die Bücher kosten alle 4,80 Euro. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr nach Haus geht oder dann am Schluss. Und auch kostenlose Flyer. Und so möchte ich also nicht länger die Zeit verlieren, sondern gleich Bruder Uwe Bausch den Raum geben, und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Uwe, dir viel Kraft. Ja, liebe Gäste, liebe Geschwister, liebe Besucher, ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen heute Abend zu unserem Vortrag, der da lautet: Das heutige Geldsystem als Schlüssel zur zukünftigen antichristlichen Diktatur. Dieses Thema ist sozusagen eine These, die ich jetzt einfach mal aufgestellt habe und die das eine oder andere voraussetzt. Zuallererst setzt es voraus, dass es eine antichristliche Diktatur oder auch Herrschaft, könnte man sagen, noch geben wird. Es gibt ja verschiedene Meinungen, die in evangelikalen Kreisen, religiösen Kreisen, die auch meinen, dass ein Antichrist schon da war. Wir werden dazu auch in die Heilige Schrift, in die Bibel schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Es setzt weiter voraus, dass wenn diese antichristliche Herrschaft in Zukunft noch sein wird, dass dann auch ein Plan existiert, der auf diese Diktatur oder auf diese Herrschaft hinführt. Und die Frage, die wir uns stellen sollen heute Abend auch und die wir da behandeln, die lautet zuallererst mal: Gibt es einen solchen Plan überhaupt? Ist der erkennbar? Ist er erkennbar in der Bibel, in der Prophetie der Bibel? Ist er erkennbar in unserem täglichen Leben? Ist er erkennbar auf der Welt, in den Nachrichten und so weiter? Und wenn ja, dann muss es auch jemand geben, der diesen Plan durchführt. Wer oder was wird es sein? Das sind Fragen, die wir heute Abend behandeln werden. Wenn man von dem Antichristen redet, dann muss man bedenken, dass dieses Wort in der Bibel, so wie ich es jetzt gesagt habe, als Antichrist, Antichristus, nur dreimal vorkommt. Alle drei Benennungen sind im ersten Johannesbrief zu finden. Und ich möchte eine davon uns lesen. Das ist im ersten Johannesbrief, das vierte Kapitel, der dritte Vers. Da heißt es: Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott.
Und das ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Er ist also schon da. Er war auch damals schon da, als Johannes diesen Brief geschrieben hat, circa um das Jahr 90 nach Christus. Im 2. Thessalonikerbrief von Paulus, von dem Apostel Paulus, wird auch auf den Antichristen hingewiesen. Allerdings nicht mit dem Ausdruck, mit dem Begriff, aber er umschreibt das Ganze. Und auch dort sagt er im 2. Thessalonikerbrief, im 2. Kapitel, im Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt auffällt, erst aus dem Weg geschafft werden. Dieser Brief wurde früher geschrieben, wie der erste Johannesbrief, und wir sehen also damals auch schon, war klar, der Antichrist, der Geist dieses Antichristes ist schon da. Auch wir spüren ihn. Und ich bin mir sicher, dass auch Menschen, die nicht gläubig sind, ihn spüren da draußen in der Welt. Wir müssen unsere Augen aufmachen, dass wir sehen, was sich in der Welt alles getan hat und was sich tut. Und da ist vieles, was nicht schön ist. Und wenn man die Entwicklungen anguckt, der letzten Jahre, Jahrzehnte, ja Jahrhunderte sogar, dann könnte man meinen, dass es eigentlich immer schlimmer wird. Ist das ein Plan? Ist es auch so in der Bibel definiert? Wir müssen dazu die Prophetie der Bibel bemühen. Und wenn wir die Prophetie der Bibel bemühen, dann muss ich dazu sagen, dass es schon viele Menschen gegeben hat, die die Prophetie der Bibel untersucht haben, die es aufgelistet haben, die Bücher darüber geschrieben haben, noch und nöcher. Und was die Prophetie der Bibel betrifft, dann muss man sagen, es gibt keine einzige Prophetie, die falsch war. Es gibt zwar welche, die haben sich bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht erfüllt, aber es gibt viele, hunderte, Jahrtausende sogar, an Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Nicht eine einzige hat sich nicht erfüllt. Es ist auch irgendwo logisch, denn wenn das so wäre, da würden alle, die nicht an Gott glauben, alle, die Feinde der Bibel sind, würde ich mal sagen, alle, die Feinde unseres Herrn Jesus Christus sind, die würden jubeln, die würden das hochhalten, würde sagen, hier, guck mal, die Bibel stimmt gar nicht, da ist ein Vers, da ist eine Prophezeiung, die hat sich nicht erfüllt. Das war noch nie in den letzten 2000 Jahren der Fall, alles hat sich erfüllt. Und bevor wir also ins Thema einsteigen, will ich auch hier noch, wie gesagt, die Prophetie aus dem prophetischen Buch der Bibel, aus der Offenbarung, wird im 13. Kapitel das Thema des Antichristen behandelt. Auch dort nicht mit dem Namen Antichrist, sondern dort wird von Tier, einem Tier geredet mit Hörnern und dergleichen. Das ist eine prophetische Sprache der Bibel. Als Tier ist da gemeint, nicht ein Mensch oder ein einzelner König, sondern eher ein System. Man kann sich das vorstellen wie so ein Staatenverbund, ein Zusammenschluss, ein Weltreich, ja, mit verschiedenen Fürstentümern. Das ist damit gemeint, wenn in der Offenbarung von dem Tier die Rede ist. Allgemein kann man auch sagen, es wird dann dieses antichristliche Reich sein. Zwei Verse möchte ich vorab, vor dem Vortrag noch davon lesen, und wir werden dann am Ende des Vortrages noch weitere aus diesem Buch hinzuziehen, einfach um zu prüfen, ob das, was wir hier heute gesehen haben, auch dazu passt. Es sind die Verse 7 und 8 aus dem 13. Kapitel der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, geschrieben vom Apostel Johannes. Vers 7, und es wurde ihm gegeben, also diesem Tier, diesem System, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben, und jetzt müssen wir aufpassen, es wurde ihm Macht gegeben über alle Geschlechter und Völker und Zungen und Nationen. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Worauf es mir hier bei den zwei Versen ankommt, ist das kleine Wörtchen alle. Das heißt, dieses Tier, dieser Antichrist als solches, dieses System wird also Macht haben, laut der biblischen Prophezeiung, über alle Geschlechter, über alle Völker, über alle Nationen. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten. Und wenn man das mal als Grundlage nimmt und dann daraufhin mal zurückschaut, in den letzten 2000 Jahren, dann werden wir feststellen, dass dieser Zustand noch niemals eingetreten war. Wir hatten zwar große Reiche, das größte Reich von der Ausdehnung her war sicherlich das Römische Reich, aber es war eben nicht
Es war zwar ein Weltreich, wie man so sagt, es war aber nicht über die gesamte Erde. Es waren nicht alle Völker, nicht alle Nationen, nicht alle Zungen eben in diesem Reich integriert. Und auch später gab es zwar verschiedentlich Versuche, aber dieser Zustand, den gab es noch nie. Das bedeutet aber auch, dass dieser Zustand zukünftig sein wird. Und jetzt muss man sich fragen, wie schafft es jetzt der Widersacher Gottes, denn um den geht es ja, wie schafft er es, dass er die ganze Welt, alle Nationen, und da muss man sich einfach das auch mal vor Augen halten, da reden wir von Papua-Neuguinea, da reden wir von Patagonien unten in Argentinien und oben in Kanada, da reden wir von hier aus dem zivilisierten Europa bis hin zu den unzivilisierten Stammesvölkern in Afrika oder in Asien. Die ganze Welt, alle Völker und alle Nationen werden unter dieser einen Herrschaft stehen. So ist die Prophetie der Bibel, die noch nie eine falsche Prophetie abgegeben hat. Wie kann das sein? Und da ist die These ganz einfach, ich sage, der Schlüssel da dazu, nicht das alleinige, Grund, aber der Schlüssel hier dazu ist das unser heutiges Geldsystem. Das heißt, wir befinden uns heute auf dem Weg dorthin. Wir haben uns auch vor 200 Jahren schon auf dem Weg dorthin befunden, aber heute sind wir eben 200 Jahre weiter. Und an welcher Stelle wir, an welcher Stelle des Planes oder dieses Fortschrittes wir stehen, vielleicht am Ende des Vortrages können wir da ein bisschen mehr dazu sagen. Aber dass wir es überhaupt verstehen können, müssen wir uns mit dem Geldsystem als solchem beschäftigen. Dazu muss ich sagen, das Geld ist auch ein Thema in der Bibel gewesen. Ich hätte noch viele, viele Verse jetzt nur über das Geld bringen können. Das wollen wir jetzt nicht tun, sondern wir wollen uns wirklich nur über das System als solches einmal Gedanken machen und das mal versuchen zu verstehen. Weil über das Geld, ich habe es auch in dem Flyer für die Veranstaltung heute auf die Rückseite geschrieben, über dem Geld und über dem Verstehen des Geldes liegt ein großer Schleier. Da liegt ein großer Nebel darüber. Wir haben es zwar täglich in der Hand, wir gehen täglich damit um, wir brauchen es auch, aber so richtig Gedanken drüber machen, tun wir uns nicht. Da ist es wirklich typisch, will ich mal sagen, für die Weltgesellschaft, dass der Spruch, über Geld spricht man nicht, wirklich durchgedrungen ist bis an die letzten Ecken. Und das ist kein Zufall, weil es ist nämlich nicht gewünscht, dass man darüber spricht. Wir werden es trotzdem tun. Und zwar, wir werden uns jetzt das Geldsystem, unser heutiges Geldsystem einmal anschauen. Eine kleine Warnung möchte ich vorab geben. Es sind jetzt viele Folien, es sind auch viele Zahlen. Ich habe es versucht, einigermaßen darzustellen. Das ist ein Thema, das jetzt mit Sicherheit nicht so kompliziert ist, wie es uns immer vorgegaukelt wird. Aber es sind natürlich auch ein paar, wie ich mal sagen, Fakten eben zu berücksichtigen. Die kann man auch nur auf dem Bildschirm, will ich mal sagen, oder mit Folien darstellen und mit vielen Zahlen. Aber ich hoffe und wünsche, dass uns der Heilige Geist hier auch leitet und dass er uns Weisheit gibt, dass wir zumindest das Grobe verstehen können. Unser Geldsystem verstehen. Ich möchte da zwei Zitate vorne heranstellen. Das eine hat der Henry Ford gemacht, das war der Gründer der Ford Motor Company, also gibt es ja heute noch, der eine oder andere fährt vielleicht sogar einen Ford. Dieser Henry Ford, also war das, und er hat gesagt, eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und das zweite Zitat dazu, das lautet folgendermaßen: Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Das haben also die Gebrüder Rothschild, die ja das Bankenwesen bestimmt haben und mit Sicherheit auch heute noch mitbestimmen, damals 1863 an Geschäftspartner geschrieben. Also die haben es verstanden, das System, denn sie haben es auch mit eingeführt. Schauen wir uns mal an, wie so ein Geldsystem eigentlich aussieht. Vielleicht kennen wir es noch aus der Schule oder können wir uns erinnern. Es gibt hier ein theoretisches Szenario, das heißt,
Das ist der Idealzustand einer Volkswirtschaft. Ich habe ja auf der einen Seite Waren und Dienstleistungen, das nennt man BIP oder BIP, das ist das Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt, bestimmt auch schon mal gehört. Und damit diese Waren umgesetzt werden können, haben wir auf der anderen Seite unser Geld. Mit unserem Geld gehen wir einkaufen und bezahlen diese Waren. Und auch wir werden bezahlt, ja, wenn wir diese Waren herstellen. Wie gesagt, der Idealzustand ist also, dass wir genauso viel Geld im Umlauf haben wie Waren. Jetzt gibt es hiervon allerdings Abweichungen. Einmal nach oben, einmal nach unten. Schauen wir uns mal an, es gibt zwei Abweichungen. Einmal ist es so, dass auf einmal die Warenmenge jetzt steigt, ich also in meiner Wirtschaft viel mehr Waren habe wie Geld. Das nennt man Deflation. Über die Deflation ist noch sehr wenig geredet, das ist auch bewusst, aber die Deflation ist somit das Schlimmste, was einer Volkswirtschaft passieren kann. In einer Deflation wird das Geld weniger, wird das Geld mehr wert sozusagen, was sich gut anhört, aber durch das, dass das Geld mehr wert wird, fallen die Preise. Zum Verständnis, wir haben hier zwei rote Balken. Sagen wir mal, jeder dieser Balken oder diese Balken zusammen wären jetzt 50 Waren. Ja? Was nennen wir? 50 Euro, 1 Euro, sagen wir mal Eiskugeln. Ja? Das wären 50 Eiskugeln. Und wenn ich jetzt zurückgehe auf meinen Idealzustand, dann habe ich auf der anderen Seite 50 Euro. Das heißt, jede Eiskugel kostet 1 Euro. Tritt jetzt eine Deflation ein, habe ich immer noch 50 Eiskugeln, aber ich habe nur noch 25 Euro. Das heißt, hier habe ich also mehr Waren jetzt wie Geld. Wenn ich mehr Waren habe wie Geld, werden die Preise fallen. Wenn die Preise fallen, machen die Unternehmen weniger Gewinn. Wenn die Unternehmen weniger Gewinn machen, müssen sie Menschen entlassen. Wenn sie Menschen entlassen, gibt es immer mehr Menschen, die wenig oder kein Geld haben. Es ist ein Teufelskreislauf, der sich da auftut. In Japan können wir das beobachten schon seit den 90er Jahren. Die große Depression 1929 zum Beispiel in den USA, eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen überhaupt, war eine Deflation. Wir haben immer nur im Kopf das Wort Inflation, das kommen wir auch gleich zu sprechen, aber die Deflation ist wesentlich schlimmer. Und ich kann Ihnen nur sagen, am Rande, momentan muss man sich etwas Sorgen machen, dass wir in diese deflationäre Phase abrutschen. Wir werden es nachher noch verstehen, warum. Wir haben auf der anderen Seite ein inflationäres Szenario, das heißt, jetzt habe ich hier auf einmal mehr Geld wie Waren. Das ist eigentlich so der typische Zustand, in dem wir uns schon seit Jahrzehnten befinden. Sie kennen das ja, man liest immer in der Zeitung, ja, die Inflationsrate ist wieder gestiegen ein bisschen, oder ist wieder weniger geworden, die Lebensmittel sind wieder ein bisschen teurer geworden und so weiter. Wir spüren es ja auch am Geldbeutel, dass unser Geld im Grunde immer ein bisschen weniger wert wird. Das heißt, wenn ich heute einen Kaffee trinken gehe, dann muss ich heute 2,20 Euro, 2,30 Euro bezahlen. Das waren vor 12, 13 Jahren, wären das gewesen 4,60 Mark. Also ich kann Ihnen sagen, für 4,60 Mark hätte ich damals in Karlsruhe keinen Kaffee getrunken. Heute ist das ganz normal. Die Inflation ist auch dann nicht so schlimm, wenn die Löhne mitsteigen. Heutzutage verdient ja auch eine normale Büroangestellte, ich will mal sagen, 1300 oder 1400 Euro netto. Ja, das sind 2800 D-Mark vor 12, 13 Jahren gewesen. Das hat keine Büroangestellte verdient, netto. Sehen Sie, die Löhne sind da mitgegangen. Aber die Inflation ist, wenn ich einfach nur mal, um das jetzt nochmal als Basis zu begreifen, wenn in der Wirtschaft wesentlich mehr Geld vorhanden ist wie Waren, dann habe ich eine steigende Preise, weil ich ja viel mehr Geld habe. Beispiel, ich habe jetzt hier 50 Kugeln Eis, die haben vorher 1 Euro gekostet. Wenn sich jetzt die Geldmenge verdoppelt, was passiert jetzt? Jetzt muss ich für eine Kugel Eis 2 Euro bezahlen, damit das Verhältnis wieder ausgeglichen ist. Versteht ihr? Unser Geld ist auf einmal gestiegen, aber der Preis hat sich verdoppelt. Und damit wäre es wieder ausgeglichen gewesen. Das ist Inflation.
Woher kommt eigentlich Geld? Diese Frage ist eigentlich, wenn man so nimmt, so eine ganz banale Frage. Woher kommt es denn eigentlich? Und wenn man sich da mal wirklich Gedanken drüber macht, vergleich es mal mit dem Strom zum Beispiel, wo kommt der her? Aus der Steckdose, ne? Wenn Sie Ihre Kinder fragen, wo kommt der Strom her? Da kommt er aus der Steckdose. Wo kommt das Geld her? Ja, aus dem Bankautomat. Das ist das letzte Ende der Kette, aber es gibt irgendwo eine Quelle, wo es herkommt. Und wenn Sie heute die meisten Menschen draußen auf der Straße fragen, ich habe das schon spaßhalber auch gemacht, dann werden Sie zu 90% eine Antwort bekommen. Die lautet, so wie Sie, die meisten auch denken, ja klar, es kommt von der Bank. Sag ich, ja gut, von welcher Bank? Ja vom Staat, ne? Der Staat druckt doch das Geld und gibt es aus. Klar, das ist die landläufige Meinung. Aber die ist falsch. Geld entsteht ausschließlich, und zwar ausschließlich, durch Ausgabe neuer Kredite. Geld ist in unserer Wirtschaft wie eine Ware zu sehen. Es muss eine Nachfrage da sein und dann wird produziert. Wenn keine Nachfrage nach Geld da ist, wird auch keines produziert. Und was ist Nachfrage nach Geld? Das sind Kredite. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel sich erweitern will, neue Maschinen kauft, ja, eine neue Zweigstelle aufbaut, wenn eine Privatperson ein Haus kauft oder eine Eigentumswohnung, ja, das sind grundsätzliche Gründe, wo dann Geld gebraucht wird und wo Geld nachgefragt wird. Und diese Nachfrage wird gestillt mit einem Kredit. Das heißt, durch Ausgabe neuer Kredite werden, kommt Geld sozusagen auf die Welt, wird es geboren. Das nennt man auch Geldschöpfung. Das ist die sogenannte Geldschöpfung. Die Kreditgeber sind die Geschäftsbanken zum großen Teil. Jetzt könnte man ja meinen, warum die Geschäftsbank? Ich habe gedacht, der Staat gibt Geld aus oder die Bundesbank. Nein, die Geschäftsbanken geben es aus. Wir werden gleich nachher sehen, wie sie das genau zusammensetzt. Die Kreditnehmer, da gibt es drei Gruppen davon. Das eine sind wir als Privatpersonen, das andere sind die Unternehmen, die in dieser Volkswirtschaft Geld brauchen, und das dritte ist der Staat. Die drei brauchen Geld. Beim Staat, Sie haben es vielleicht lesen können, stand in Klammern sogenannte Staatsanleihen. Bestimmt schon mal gehört, ja. Staatsanleihen, wenn ich heute eine Staatsanleihe kaufe, ist das nichts anderes, wie dass ich dem Staat einen Kredit gebe, von mir. Ja? So, wir sehen jetzt hier das Geldvermögen und die Verschuldung. Das heißt, das Geldvermögen ist immer genauso hoch wie die Verschuldung oder umgekehrt, die Verschuldung ist immer genauso hoch wie das Geldvermögen. Nur die Verteilung ändert sich. Alles Geld, was also auf der Welt ist, und jetzt rede ich nicht nur von Deutschland, alles Geld, was auf der Welt ist, ist durch Kredit auf die Welt gekommen. Das seht ihr unten in Rot, ich lese es aber nochmal vor. Das bedeutet, dass für jegliches im Umlauf befindliche Geld die gleiche Menge an Schulden existiert. Und das ist auch schon das erste gravierende Problem, was wir in unserem Geldsystem, um das es heute geht, haben. Wir behandeln heute genau zwei Probleme, das sind die zwei großen Probleme des Geldsystems. Das erste ist die Geldschöpfung. Wo kommt das Geld her? Es kommt von den Banken. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, das stimmt jetzt nicht unbedingt, ja, also dieses System gibt es auch schon etwas länger und es ging auch schon ins 20. Jahrhundert hinein. Ist aber auch nicht so schlimm, aber das war die Hauptzeit, wo das Ganze so aufgestellt wurde, wie es heute noch existiert. Da begingen die Staaten bzw. ihre Regierungen einen folgenschweren Fehler. Sie haben nämlich das Recht, und vor allem die USA spreche ich da an, ja, weil die ja im Grunde da in der Zeit gegründet wurde und sich entwickelt hat. Sie gaben das Recht zur Ausgabe des Geldes an private Banken ab. Das heißt, der Staat muss sich selbst sein Geld leihen. Jetzt muss man sich fragen, warum macht er das? Warum macht er das? Würden wir das machen? Wenn wir Geld haben, sagen wir, ich habe jetzt hier 1.000 Euro, jetzt gebe ich die euch und sage, jetzt gebt ihr mir einen Kredit von 1.000. Ich zahle dann dafür euch die Zinsen. Hätte ich doch keine Veranlassung, das zu tun, oder? Aber genau das haben die Staaten gemacht.
Die Staaten haben nicht ihr eigenes Geld ausgegeben, sondern sie haben das gesamte Geld, was im Umlauf sich befindet und ursprünglich ja unser Tauschmittel eigentlich nur sein sollte. Ganz früher haben die Menschen ja getauscht, ja, eine Kuh gegen zwei Pferde, ja, 20 Eier gegen ein Steherholz und so weiter. Um das zu vereinfachen, hat man das Geld ja erfunden, mal irgendwann mal als reines Tauschmittel. Aber diese Funktion füllt es schon lange nicht mehr aus, sondern da ist ein Fehler gemacht worden, die Banken leihen sich das Geld, die Staaten leihen sich das Geld von Banken. Dazu sagt die Bundesbank, das habe ich aus einem Prospekt der Bundesbank genommen, übrigens alle Informationen, die ich heute Ihnen gebe, die sind für jeden einsehbar. Ich war da nicht in irgendeiner Geheimbibliothek und habe mir dadurch staubige Bücher gewühlt. Das ist für jeden einsehbar. Man muss es nur machen. Das macht halt keiner, weil keiner Zeit hat und keiner sich drum kümmert. Über Geld spricht man nicht. Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit gewährt, finanziert sie diesen in einem ersten Schritt dadurch, dass sie, wie oben beschrieben, den entsprechenden Betrag an Giralgeld selbst schafft. Sie schafft das Geld also selber. Die Banken betätigen sich sozusagen als Schöpfer, als Geldschöpfer. Was ist Giralgeld? Muss ich vielleicht auch noch erklären. Giralgeld ist jetzt nicht der Euro-Münze oder der Euroschein, den wir in der Tasche haben, sondern Giralgeld, das sind die Zahlen, die Ziffern, die Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen. Und genau so wird auch Geld geschaffen. Der eine oder andere von Ihnen war bestimmt doch schon einmal auf der Bank und hat einen Kredit aufgenommen. Sei es jetzt für ein Haus oder für einen Umbau oder für ein Auto oder egal für was. Was ist da passiert? Vielleicht können Sie sich noch erinnern. Sie sind zur Bank gegangen und die Bank hat Ihre Bonität geprüft. Und dann hat sie gesagt, jawohl, Sie bekommen den Kredit, 10.000 Euro zum Beispiel. Was ist passiert? Wie haben Sie diese 10.000 Euro jetzt bekommen? Ist es der Bankbeamte in den Keller gelaufen, hat den Tresor aufgeschlossen, hat 10.000 Euro rausgeholt und hat sie Ihnen gebracht? Das hat er nicht gemacht, ne? Vielleicht hat er gar kein Geld und im Tresor gehabt. Nein, er ist einfach hergegangen, hat aufgrund des Vertrages, den Sie mit ihm geschlossen haben, eine 1 und 4 Nullen eingetippt und hat es auf Ihr Konto gebucht. In dem Moment sind 10.000 Euro entstanden. Neues Geld. Diese 10.000 Euro sind neu auf die Welt gekommen. Sie haben es jetzt auf Ihrem Konto und sind Sie an den Bankschalter vor und haben es abgehoben. Und sind Sie zum Autohaus und haben Ihr Auto bar bezahlt, zum Beispiel. Das Autohaus hat dann die 10.000 wieder auf sein Konto einbezahlt. So ist das Geld entstanden. Deswegen heißen Banken auch Kreditinstitute, weil sie Kredit geben und sonst würden sie nämlich Verleihinstitute heißen. Wissen Sie, wenn ich Ihnen Geld leihe, dann mache ich es von meinem Geld. Ich nehme jetzt von meinem Geldbeutel 20 Euro raus und leihe es Ihnen. Dann habe ich es verliehen. Das machen Banken aber nicht. Banken verleihen kein Geld, sondern sie erschaffen das neue Geld, was nachgefragt wird. Und das ist ein Kredit. Broschüre Geld und Geldpolitik 2010, kann man auch nachlesen. Ich habe die Broschüre natürlich auch alle da. Hier ist das mal auf dem Schaubild aufgezeichnet, wie das Geld in unserem System aus dem Nichts entsteht. Wir haben vorne ein Unternehmen. Dieses Unternehmen leiht sich bei der Bank jetzt Geld, 10.000 Euro bei dem Beispiel. Die Bank als eine Geschäftsbank muss jetzt bei der Zentralbank, die Zentralbank ist die Deutsche Bundesbank zum Beispiel oder die Europäische Zentralbank, dafür, dass sie diese 10.000 Euro erschaffen darf, 1% als Sicherheit hinterlegen. Das heißt, diese Bank braucht jetzt 100 Euro Eigenkapital, damit sie 10.000 Euro an sie aus oder an das Unternehmen ausgeben kann. Nicht schlecht, ne? 1% Sicherheit nur. Und dann darf sie 100% neues Geld erschaffen. Das macht sie und gibt es an das Unternehmen weiter. Das Unternehmen bezahlt damit seine Angestellten. Die Angestellten nehmen ihr Lohn und gehen einkaufen, bezahlen ihre Miete damit, so wie sie es kennen. Und das ist dieser Geldkreislauf. Und irgendwann gelangt auch zu dem Unternehmen dieses Geld wieder zurück, ja, weil mit seinen Angestellten, das er da bezahlt hat, hat er ja auch irgendwas produziert und hat Gewinn gemacht und hat dann wieder Geld bekommen von woanders her, um seinen Kredit, nämlich diese 10.000 Euro, wieder zurückzubezahlen. Ein ganz normaler Vorgang. In dem Moment, als er die 10.000 Euro aber zurückbezahlt hat, sind diese 10.000 Euro wieder verschwunden aus dem Geldkreislauf. Sie sind nicht mehr da.
wie aus dem Nichts sie gekommen sind, sind sie auch wieder ausgebucht worden. Es wird einfach ausgebucht. Sie haben auf ihrem Konto 10.000 Minus stehen. Vielleicht haben sie schon mal ein Minus auf dem Konto gehabt. Sagen wir 100 Euro. Wenn sie jetzt zur Bank gehen, zahlen 100 Euro ein. Was steht dann auf dem Konto? Null. Sie sind weg. Und genau so funktioniert es hier auch. Treffenderweise stellt es die Bundesbank abschließend fest, der Geldschöpfungsprozess erscheint damit wie Zauberei. Und genau so steht es in der Bundesbankbroschüre, wie Zauberei. Unglaublich. Die Banken schöpfen anscheinend selbst Geld, ohne die Deutsche Bundesbank nötig zu haben. Einer höheren Forderung an die Nichtbanken, also Nichtbanken, das sind wir zum Beispiel, alles was keine Bank ist, heißt dann Juristen und Bankerdeutsch Nichtbank. Also einer höheren Forderung an die Nichtbanken stehen höhere Einlagen derselben gegenüber. Die Geldmenge ist gewachsen. So entsteht also in einer Volkswirtschaft mehr Geld, weil Kredite nachgefragt werden und sonst nicht. Das heißt, jeder Euro, den wir hier in der Tasche haben, der ist irgendwann mal als Kredit von irgendjemand auf die Welt gekommen. Auch wenn Sie selber keinen Kredit haben, spielt keine Rolle. Irgendjemand hat diesen Euro als Kredit aufgenommen, den Sie jetzt besitzen. Ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich arbeite im Finanzdienstleistungsbereich und habe dann über 20 Jahre dort gearbeitet, bis ich das selber einmal nachgeforscht habe, weil ich habe auch nie hinterfragt. Wie beim Strom. Geld war einfach da, es war da. Ich habe es für meine Kunden angelegt, habe es selber ausgegeben und so weiter, wie jeder andere Mensch auch. Aber irgendwann habe ich mal gefragt und ich werde Ihnen nachher noch zeigen, an welcher Stelle ich es gemerkt habe. Wir kommen zum zweiten Problem, das ist der Zins. Wir haben vorhin schon gesehen, wenn Sie die Staaten Geld leihen mit Staatsanleihen, dann müssen Sie auch Zinsen bezahlen. Wenn jetzt eine Geldschöpfung stattfindet, ob das jetzt 10.000 Euro sind durch einen Kredit oder 50 Millionen, die ein Staat eben als Kredit aufnimmt oder 100 Milliarden, spielt keine Rolle. Der Betrag spielt keine Rolle. Dann wird lediglich dieser Darlehensbetrag erzeugt. Und das ist jetzt ein Problem. Warum? Machen wir ein Beispiel. Sagen wir hier, Bruder Andreas ist jetzt heute gekommen und hat seinen Geldbeutel vergessen mitzunehmen. Er hat kein Geld, muss aber nachher dringend jemand 100 Euro geben, dem er es versprochen hat. Jetzt hat er kein Geld dabei. Jetzt kommt er zu mir und fragt mich, kannst du mir nicht 100 Euro leihen? Sage ich, gut, kann ich machen, kein Problem. Wann kriege ich es wieder? Sage, das ist kein Problem, du kriegst in 5 Stunden wieder. Sage ich, gut, ich kann es aber nur machen, ich bin halt unverschämt, wenn ich Zinsen kriege dafür. Sagt er, gut, aus der Not machen wir. Weil er ein guter Freund ist, sage ich, kein 10%, kein 5%, machen wir nur 3%. Jetzt kriegt er die 100 Euro von mir. Und was müssen wir jetzt in 3-4 Stunden wieder zurückgeben? Bei 3%. 103 Euro. Ja, wo kommen die 3 Euro jetzt her? Wo kommen die 3 Euro jetzt her, die er mir zurückgeben muss? Ich habe ihm doch nur 100 gegeben. Versteht er, warum das ein Problem ist jetzt? Wenn jemand ein Darlehen aufnimmt und muss Zinsen bezahlen, dann werden diese Zinsen nicht mitgeschaffen. Die werden nicht erschaffen. Die gibt's gar nicht. Diese 3 Euro, die ich von ihm will, die gibt's gar nicht. Die sind noch nicht auf der Welt. Die muss er jetzt einem anderen wegnehmen. Oder sich von einem anderen leihen. Vielleicht ist es ein bisschen komisch, wenn man das jetzt so hört, aber es ist tatsächlich so. Weil der Zins nicht mit erschaffen wird, der fehlt generell in einer Volkswirtschaft. Der Zins ist eine Forderung. Ich habe an ihn eine Forderung von 103 Euro, obwohl ich ihm nur 100 gegeben habe. Die Staaten haben Schulden von Hunderten von Milliarden. Da spielt es keine Rolle, wie viele Nullen da hinten dranhängen. Und diese Forderung, die steht jetzt im Raum. Und diese Forderung, die kann nicht bedient werden, weil es das Geld nicht gibt. Der Zins ist eine Forderung in die Zukunft. Er existiert noch gar nicht. Das heißt, weil das Geld jetzt für die Zinsen nicht miterschaffen wurde, fehlt es jetzt bei der Geldmenge. Ist klar, ne? Es fehlt ja. Die 3 Euro fehlen jetzt. Wenn jetzt jeder, der hier im Raum ist, keiner gibt ihm die 3 Euro, dann hat er sie nicht.
Und wenn es ihm einer gibt, dann fehlt es in dem. Sobald die Zinsen fällig werden, muss also neues Geld erschaffen werden. Das heißt, es werden die Zinsen fällig. Und wenn ich mir bei einer Bank etwas geliehen habe, was macht die dann, wenn es jetzt neu erschaffen werden muss? Was haben wir gerade gelernt? Wie wird Geld erschaffen? Durch Kredit. Das heißt, ich muss einfach einen Kredit nehmen. Wenn ich jetzt eine Bank wäre, würde ich zu ihm sagen, Andreas, das ist gar kein Problem. Ich gebe dir die 3 Euro, weil du bist ja kreditwürdig. Dann hast du halt keine 100 Euro Schulden mehr bei mir, sondern 103. Das ist ja kein Problem. Und genau so macht es die Bank auch. Und jetzt wollen wir uns ein paar Zahlen anschauen, damit sie das verstehen. Weil das ist der Knackpunkt von dem ganzen System. Wir gehen jetzt einfach mal her und sagen, wir haben jetzt eine Volkswirtschaft oder wir hier, wir gründen einen neuen Staat und dieser neue Staat, der produziert irgendwelche Waren, ja, untereinander. Der eine hat Lebensmittel, der andere baut Autos, egal, spielt keine Rolle. Und diese Waren, die wir in diesem, unserem Staat jetzt produzieren, die haben einen Gegenwert von 50 Millionen Euro. Das wird einfach mal so festgelegt. Damit wir diese Waren jetzt untereinander verkaufen und handeln können, brauchen wir Geld. Ja, also einfach mal vorstellen, ja, es wäre kein Geld da, ne, und wir haben jetzt nur die Waren, bisher haben wir immer getauscht und jetzt holen wir uns das Geld her. Holen wir uns 50 Millionen, damit wir auch die Waren handeln können. Wo kommen jetzt die 50 Millionen her? Haben wir auch gerade gelernt, wenn das ein Staat machen will. Sie kommen von der Bank als Kredit. Alles klar. Wir sind der Staat, gehen zur Bank, holen uns 50 Millionen und geben diese 50 Millionen in unsere Wirtschaft hinein. Jeder kriegt gleich viel, sagen wir als Beispiel. Und jetzt können wir drauf loshandeln. Was passiert nach einem Jahr? Nach einem Jahr kommt jetzt die Bank und sagt, lieber Staat, du hast von mir vor einem Jahr 50 Millionen bekommen, 5% Zinsen, habe ich mal als Beispiel angenommen, das spielt jetzt keine Rolle, wie welche Zahl da steht, und du hast ein Wirtschaftswachstum von 3% gehabt, das ist sehr gut. 3% Wirtschaftswachstum. Was ist passiert? Der Staat hat jetzt 50 Millionen Schulden und er hat seine Waren, seine Dienstleistungen gesteigert um 3%. Also jetzt haben wir für 51,5 Millionen haben wir jetzt Waren. Also mehr wie vorher. 3% mehr. Aber allerdings müssen wir jetzt Zinsen bezahlen, 5%. Das sind diese 2,5 Millionen, die müssen wir jetzt bezahlen. Das bedeutet, uns fehlt jetzt Geld. Weil die Zinsen ja gar nicht da waren, müssen wir sie jetzt aus dem Bestand herausnehmen. Und jetzt fehlt uns einmal die 2,5 Millionen Zinsen, die wir an die Bank bezahlen müssen. Und es fehlt uns 1,5 Millionen, weil wir unsere Waren ja gesteigert haben. Wir haben für 1,5 Millionen Autos produziert als Beispiel. Die muss ja auch jemand bezahlen können. Also fehle uns jetzt 2,5 plus 1,5. Fehle uns jetzt 4 Millionen. Und jetzt kommt die Bank und sagt, lieber Staat, das ist überhaupt kein Problem. Wir geben dir jetzt diese 4 Millionen, weil wenn wir es nicht machen und du machst es noch ein paar Jahre weiter, hast du irgendwann kein Geld mehr. Also geben wir dir das Geld, weil du bist ja kreditwürdig. Du hast eine gute Bonität. AAA-Rating, Bundesrepublik Deutschland, schon mal gehört? Da gibt es diese Rating-Agenturen. Ja? Und wenn wir eine gute Bonität haben, dann kriegen wir auch das Geld. Und dann geht's munter weiter. Wir arbeiten also weiter. Nur was ist passiert? Wir haben jetzt keine 50 Millionen Schulden, sondern 54 Millionen. Ja? 2,5 Millionen haben wir Zinsen zahlen müssen, 1,5 Millionen ist zum Ausgleich von unseren Waren. Und auf das müssen wir also auch nicht mehr von 50 Millionen Zinsen zahlen, sondern von 54. Wenn ich das noch ein Jahr weitermache, dann habe ich unten nach 2 Jahren sage und schreibe, obwohl ich 3% Wirtschaftswachstum gehabt habe, habe ich jetzt vereinfacht dargestellt alles, 8 Millionen Schulden mehr. In nur 2 Jahren. Obwohl ich gut gearbeitet habe. Ich habe 2 Jahre hintereinander 3% Wirtschaftswachstum gehabt. Aber ihr seht schon, wer ist der Einzige, der hier verdient hat? Die Bank. Natürlich fließt auch ein Teil des Geldes der Bank, weil die ja selber in dem Wirtschaftskreislauf tätig ist, wieder in die Wirtschaft zurück. Die muss auch ihre Angestellte bezahlen, vielleicht hat sie Miete und so weiter. Aber der Großteil, der verbleibt erstmal als Gewinn bei der Bank. Und wir haben 8 Millionen mehr Schulden, das sind 16% mehr.
Wenn ich es jetzt mache mit Zins 3%, weniger Zins, weniger und das gleiche Wirtschaftswachstum, dann sind es immer noch 6 Millionen, die ich mehr Schulden habe. Und jetzt kann man sich ja ungefähr vorstellen, wo diese Staatsschulden dann irgendwann mal herkommen. Kann man sich das vorstellen jetzt? Der Staat muss jedes Jahr wieder neues Geld aufnehmen. Und ich möchte es euch jetzt mal zeigen, am aktuellen Beispiel von Griechenland. Nicht erschrecken, jetzt kommen wir gleich ganz viele, ein Riesentext, aber den können wir gleich zerpflücken. Anfang des Jahres kam eine Meldung. Da hieß es, Griechenland ist uns ja allen bekannt, kam eine Meldung heraus und die besagte, die Griechen haben gut gewirtschaftet. Seit Jahren mal wieder. Die Griechen haben einen Umsatzplus erzielt. Nämlich in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Das ist schon ordentlich. Die Meldung hieß, das von der Schuldenkrise stark gebeutelte Griechenland hat 2013 erstmals seit Jahren wieder einen Überschuss erzielt, wenn man die Zinslast außer Acht lässt. Aha. Das liest natürlich niemand. Ich habe es gelesen und habe ein bisschen nachgeforscht. Es war also eine Meldung bei Finanzen Online. Und dann kamen hier ein paar Zahlen zutage. Mit diesen wenigen Zahlen habe ich dann ausgerechnet und ein gutes Beispiel gefunden für unser Beispiel jetzt hier. Die Griechen haben 1,5 Milliarden plus gemacht, plus. Das entspricht 0,8% des griechischen Bruttoinlandsproduktes. Also das kann ich ja wieder mal einfach einen Dreisatz dann ausrechnen, wie groß das ist. Gleichzeitig kam in einer weiteren Zeitschrift zum gleichen Thema, kam die Mitteilung, dass Griechenland rund 23,1 Milliarden Euro neue Schulden gemacht hat. Unten drunter steht, das Land wird nach mehreren Jahren wieder dank der Opfergaben des griechischen Volkes einen primären Überschuss haben, hat voller Stolz der Finanzminister von Griechenland Stoikoras verlauten lassen. Dank der Opfergaben des griechischen Volkes. Was haben diese Zahlen jetzt zu bedeuten? Und jetzt habe ich in 4-5 Minuten kann man diese Zahlen einfach mal ausrechnen. Und zwar braucht man da kein Betriebswirtschaft- oder Volkswirtschaftsstudium, sondern nur einen Taschenrechner. Das kann jeder machen. Ich möchte es euch zeigen. Beim zweiten Artikel war noch diese Tabelle hier dabei. Da sehen wir einmal das Defizit des einen Landes und auf der anderen Seite sehen wir die Schulden in Prozent. Das wird auch immer, wenn Sie es in der Zeitung oder irgendwo sehen, immer in Prozent angegeben. Damit sich ja keiner genau vorstellen kann. Das ist alles Absicht. Und außerdem guckt man dann hier nicht oben hin, sondern guckt unten und sagt, oh, Deutschland hat ja null, ist ja super. Wie super das ist, sehen wir dann gleich noch. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, was ich hier gerechnet habe. Ich habe einfach das Bruttoinlandsprodukt oben mal ausgerechnet. 1,5 Milliarden habe ich die angegeben, habe sie plus gemacht und das sind 0,8%. Dreisatz. Insgesamt habe ich also 187,5 Milliarden BIP für Griechenland. Das habe ich die erwirtschaftet, die Volkswirtschaft der Griechen. So, sie haben einen Schuldenberg von 328,3 Milliarden. Die Zahl war auch angegeben hier. Sie haben ein Minus gemacht 2013 von 23,81 Milliarden insgesamt. Und vorhin haben wir ja gehört, sie haben einen Plus gemacht von 1,5 Millionen ohne Zinsen. Und dann hat es bei mir natürlich geklingelt, weil mit Zinsen habe ich jetzt auf einmal ein Minus von 23,81 Milliarden. Das ist ordentlich. Und wenn wir jetzt hier mal den Überschuss, also 1,5 plus minus die 23,81 Milliarden, dann komme ich dazu, dass ich also 25,3 Milliarden minus gemacht habe in Wirklichkeit. Das ist das X, was ich ausgerechnet habe. Was ist das X? Das sind die Zinsen. 25 Milliarden. Und jetzt wird es interessant. Wie wurden diese Zinsen jetzt beglichen? Dann haben wir in dem Artikel gelesen, die haben 23,1 Milliarden neue Schulden aufgenommen. Aha. Sie haben also ihre Zinsen bezahlen müssen. Und was haben sie gemacht? Sind zur Bank und haben gesagt, wir brauchen wieder einen Kredit. Und dann haben sie 23,1 Milliarden neuen Kredit bekommen. Wer hat den gegeben? Die Banken. Durch wen ist abgesichert der Kredit? Durch sie. Durch alle, durch uns alle. Über die EU sind diese Kredite abgesichert bei den Banken. Nicht alle, sondern jetzt hier im speziellen Fall hier von Griechenland. Das heißt also, wie sind diese Schulden beglichen worden? Oder die Zinsen?
23,1 Milliarden neue Schulden. 1,5 Milliarden haben sie ja plus gemacht, weil sie fleißig waren. Die waren wirklich fleißig, die Griechen. Ja, die haben gespart und gemacht. 1,5 Milliarden. Wer hat die 1,5 Milliarden bekommen? Ah, die Bank natürlich, für die Zinsen. Also 1,5 plus 23, sind wir bei 24,6. Haben wir immer noch nicht alles. Und jetzt fehlen noch 0,71 Milliarden. Die finden wir in diesem Artikel nicht. Aber Sie können sicher sein, diese 0,71 Milliarden sind auch bezahlt worden, und zwar pünktlich. Und das sind 710 Millionen. Ja? Hier sieht es so klein aus. 710 Millionen Euro. Die wurden bezahlt, eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht durch Verkauf von Staatseigentum. Da ist ja Griechenland auch gerade dabei. Die verkaufen ihre Häfen, ihre Autobahnen und so weiter. Warum machen sie das? Damit die Banken ihre Zinsen bekommen. Übrigens entspricht die ganze Zinslast 7,7%. Schon ordentlich, ne, was sie da bezahlen, die Griechen. Der Überschuss, den die Griechen erwirtschaftet haben, der reicht gerade mal aus, um 1/17 der Zinsen zu bezahlen. Was glauben Sie, wie lange es noch gut geht? Weil nächstes Jahr brauchen die ja wieder 16/17, brauchen die wieder 25 Milliarden oder noch mehr. Da fließt also das Geld hin. Das Geld, das wir oder über Europa an Griechenland bezahlen, landet niemals bei irgendwelchen Griechen, auch bei keinen Spaniern, bei keinen Franzosen, nirgends. Es landet immer bei den Banken. Es landet immer ausschließlich nur bei den Banken. So viel Plus können sie gar nicht machen in ihrer Wirtschaft, ja, das, was für die selber hängen bleibt. Im Gegenteil, sie sehen ja, obwohl sie gut gewirtschaftet haben, müssen sie noch 710 Millionen andersweitig irgendwo auftreiben. Ja? Da das Geld für die Zinsen also nicht mit erschaffen wurde, fehlt es jetzt bei der Geldmenge. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ja, immer, die Zinsen, das sind natürlich Geschäfte, die täglich abgewickelt werden, aber man könnte auch mal sagen, wir machen einen Stichtag, ja, immer am 1.1. und dann wird der Zins fällig. Und immer am 1.1. kommen die Banken und sagen, wir brauchen Zinsen. Und dann muss geliefert werden. Und dann müssen die, dann können wir nicht liefern, die Staaten, weil das Geld ja gar nicht da ist. Der Zins ist ja gar nicht mit erschaffen worden, verstehen Sie? Das heißt, ich muss also wieder ein neues Darlehen aufnehmen. Deswegen wächst jetzt die linke Seite permanent an. Das heißt, immer wenn ich neues Geld aufnehme, kommt ja wieder neues Geld in die Wirtschaft. So viele Waren kann ich gar nicht produzieren und Dienstleistungen, ja, dass ich da mithalten kann. Weil es den sogenannten Zinseszinseffekt gibt. Der Zins kommt immer oben drauf, immer oben drauf. Ich meine, das ist toll, wenn man, vielleicht hat der eine oder andere ein Sparbuch von Ihnen oder hat schon mal irgendwas für die Kinder angelegt, ja, dann hat man auch den Zinseszinseffekt. Da kommt der einem ja irgendwo zugute. Aber man denkt nicht an die andere Seite, da läuft es genauso. Der Zinseszinseffekt, der läuft auf der negativen Seite genauso hoch. Und deswegen werden die Schulden immer mehr. Und die kommen auch nicht von alleine. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, den Begriff, lass doch dein Geld arbeiten. Kennt man, ne? So in Deutschland. Haben Sie schon mal Geld arbeiten sehen? Haben Sie schon mal einen 50-Euro-Schein irgendwo rumrennen sehen, wie er arbeitet? Das sind Menschen, die dahinter stehen, die das arbeiten. Menschen sind es, die ihre Arbeitskraft einsetzen, ja, und die dieses Geld letztendlich für diese Geldproduktion verantwortlich sind, dass das dann als Kredit aufgenommen wird. Das wissen die wenigsten. Das, was sie heute mitbekommen, wissen 90% ihrer Banker nicht. Wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, weil ich habe es auch selber über 20 Jahre nicht gewusst, weil ich es nicht hinterfragt habe. Also, wir sehen, dass die Geldsumme steigt immer weiter an. Wir sind schon in einer exponentiellen Phase drin. Durch den Zinseszinseffekt. Wir haben es gesehen bei Griechenland. Die können es niemals mehr aufholen. Es geht gar nicht. Aufgrund dieses im System fest verankerten mathematischen Gesetzes des Zinses. Das ist einfach ein Zinseszinseffekt. Wird jedes Jahr mehr. Ist es zu 100% unmöglich, alle entstandenen Schulden zu tilgen, da der zu zahlende Zins nie mit erschaffen wurde. Der ist nie da. Es ist systembedingt sogar zwingend, dass die Verschuldung jedes Jahr steigen muss, solange es Wachstum gibt.
Das haben wir eben rausgearbeitet. Was sagen uns die Politiker? Wir brauchen mehr Wachstum, um unsere Schulden zu begleichen. Genau umgekehrt ist das. Das ist eine Lüge. Das ist zu 100% eine Lüge. Die Geldmenge ist identisch mit der Schuldenmenge. Das heißt, würde man jetzt die Schulden reduzieren, tilgen oder zurückzahlen, würde das eine Reduzierung der Geldmenge bedeuten. Haben wir verstanden, ja? Ganz extrem, würde ich alles Geld, alle Schulden zurückbezahlen, wäre kein Geld mehr da. Verstanden? Das ist dann die logische Schlussfolgerung. Eine Reduzierung der Geldmenge wiederum führt unweigerlich in eine Deflation, was wiederum die Wirtschaft komplett zerstören würde. Wie ist von 1929 geschehen? Deshalb kann in diesem System niemand an einer Geldmengenreduzierung interessiert sein. Gar niemand. Obwohl es uns immer genau andersrum erzählt wird. Jeder Politiker oder Experte, der uns also weismachen will, dass das oberste politische oder wirtschaftliche Ziel eine Bekämpfung oder Reduzierung der Schulden sein soll, der lügt allen ganz frech mitten ins Gesicht. Das kann ich ganz offiziell sagen. So ist es. Die Spitzenpolitiker, die lügen alle, was dieses System betrifft. Der normale Abgeordnete, ich sage mal 80% der normalen Abgeordneten kennen das System gar nicht. Die wissen es nicht. Aber glauben Sie mir, der Schäuble weiß es. Aber ganz sicher. Oder er begreift selbst dieses System nicht. Soll es keine Wertung gewesen sein gegen den Mann, aber er weiß, wie das System funktioniert. Sonst wäre er jetzt nicht an dieser Position. Also durch die Vergabe der Geldschöpfung an Banken begibt sich der Staat also ohne Not in eine Abhängigkeit und mit ihm wir seine Bürger. Und deswegen heißen wir auch Bürger, weil wir bürgen. Weil der Staat kann ja seine Verpflichtungen nur bezahlen durch was? Durch Steuern. Der Staat hat ja keine Geschäfte, ja, wo er uns irgendwelche Waren verkauft, sondern die Einnahmen des Staates sind die Steuern. Also letztendlich wir. Durch den Zins wird diese Abhängigkeit von Jahr zu Jahr vergrößert. Der Druck steigt immer weiter an. Und jetzt will ich Ihnen was sagen. Wenn Sie vielleicht heute Abend mal zu Hause sind oder morgen oder irgendwann irgendwas lesen über dieses Thema oder Sie schauen sich mal in Ihrer Umgegend an, in Ihrem Betrieb, die Kollegen und so weiter. Vielleicht ist Ihnen da schon aufgefallen. Sind die entspannt? Die Menschen heutzutage, wenn sie auf der Arbeit sind? Laufen die ganz entspannt durch die Stadt, geht's alles wunderbar, alles toll. Nee. Jeder Einzelne spürt diesen Druck, der irgendwo in seinem Nacken ist. Und zwar immer mehr. Und ich habe diesen Druck auch gespürt. Und deswegen habe ich gedacht, wo kommt dieser Druck her? Ich habe in meinem Kundenkreis viele, viele Fälle gehabt von Menschen, die ursprünglich mal wirklich dynamisch waren und Ziele gehabt haben, Unternehmen gehabt haben, ja, die sind zerbrochen teilweise. Burnout-Syndrom an jeder zweiten Ecke. War ich selber davon betroffen auch, teilweise. Wo kommt es denn her? Das gab es vor 100 Jahren nicht. Das kommt durch den Druck, der wirtschaftlich aufgebaut ist, ein reiner wirtschaftlicher Druck, ja. Man hat Angst um die Rente, Angst. Man hat Angst um dies, Angst um jenes, ja, Arbeitsplatz. Man hat einen Kredit, das muss ich wieder, nächsten Monat wird wieder der Kreditrate fällig. Da wird wieder die Rate fällig. Wie machen wir das jetzt alles? Reicht es? Kriege ich überhaupt noch Rente? Und so weiter. Dieser Druck ist spürbar in der Gesellschaft. Verstehen Sie? Und wenn Sie mal mit offenen Augen mal um sich schauen, dann werden Sie diesen Druck, wenn Sie nicht selber auch spüren, auch bei vielen Menschen feststellen. Und der kommt durch dieses System. Das lastet auf der ganzen Gesellschaft, auf den Unternehmen, auf dem Staat, auf den Privatpersonen. Geld wird geschaffen, wenn es die Banken verleihen. Wobei es hier verleihen eigentlich falsch ist. Haben wir gesehen. Wenn eine Bank dich mit einer 100.000 Dollar Hypothek versorgt, dann wird nur der Kreditbetrag geschaffen. Die Bank erwartet aber, dass du 200.000 Dollar über die nächsten 20 Jahre zurückbezahlst. Also so ist es zum Beispiel, ne, wenn man ein Haus gebaut hat oder finanziert hat, der weiß das. Da hat jemand 100.000 Euro aufgenommen für eine Wohnung zum Beispiel. Und wenn das über 20 Jahre finanziert wird, dann muss ich insgesamt 200.000 zurückbezahlen. Ja? Das stimmt schon. Und diese zweiten 100.000, die sind nicht da. Die sind nämlich nicht erschaffen worden, sondern nur die 100.
Die Bank schickt dich anstattdessen in die harte Welt hinaus, um gegen jeden zu kämpfen, um diese zweiten 100.000 aufzubringen. Das heißt, und es ist tatsächlich so, wir sind nichts anderes. Diejenigen, die ganz unten in der, stehen, das sind wir, die Bürger. Wir kämpfen letztendlich gegeneinander um die Zinsen, die jeder zu bezahlen hat. Und jedes Jahr gehen 30.000, 40.000 Kleinbetriebe Konkurs, auch größere. Ja, Privatpersonen gehen immer mehr Konkurs. Warum? Weil das Geld für den Zins nicht da ist. Es gibt viele Menschen, denen gelingt es, ihre Summen beizubringen. Aber es geht immer auf Kosten von anderen. Versteht ihr? Weil das Geld, der Zins nicht da ist in der Gesellschaft. Das ist ein englischer Ausdruck jetzt. Da sagt der Chef von Goldman Sachs, Goldman Sachs ist eine der führenden Investmentbanken weltweit, die an der ganzen Staatenfinanzierung und so weiter beteiligt sind. Der hat gesagt, we do God's work. Das heißt, wir machen Gottes Arbeit. Oder, was er wirklich gemeint hat wahrscheinlich, wir sind Gott. Und warum hat er das gesagt? Weil mit dem Chiralgeld das erste Mal, außer seit der Schöpfung durch Gott, seit der Schöpfung, ist mit dem Chiralgeld das erste Mal etwas entstanden, was der Mensch aus dem Nichts erschaffen kann. Weil alles andere sind ja Dinge, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Pult hier nehme, das war ja irgendwann mal ein Baum. Hat jemand den Baum genommen, hat ihn auseinandergesägt, ja, hat ihn bearbeitet, dann ist ein schöner Pult geworden. Das war also schon da. Der hat zwar den Pult gemacht, aber er hat ihn nicht erschaffen. Und alles, was wir auf der Welt hier haben, ist alles schon da. Nur in anderer Form. Unsere Kleider sind aus Baumwollfasern, ja, die hat irgendjemand abgeerntet und dann sind die zu Baumwolle verarbeitet worden und ich habe dann ein Hemd gekriegt. Ja? Aber diese Baumwolle hat Gott erschaffen auf den Feldern. Der Mensch hat nichts erschaffen. Und jetzt sagt er, und deswegen sagt er das, we do God's work. Da sieht man mal, auf welchem Level diese Banker sich bewegen. Jetzt wollen wir uns einfach zur Veranschaulichung einfach mal ein paar Grafiken anschauen, wie sich sowas dann auswirkt in einem System. Das sind jetzt die Zinszahlungen der öffentlichen Haushalte. Ja, wir sehen hier vorne haben wir das Jahr 1960 oder ist 50? 50, das Jahr 1950. Da war das alles noch wunderbar. Deutschland lag in Trümmern. Ja, Deutschland ist aus dem Krieg, aus den Trümmern erwachsen. Da war eine riesige Nachfrage da an Geld natürlich auch, ja, an Krediten. Und auf der anderen Seite aber hat diese Nachfrage kaum mithalten können an der wahren Nachfrage, ja? Was da alles gebraucht worden ist. Ja? Und die Deutschen als fleißiges Volk haben immer fleißig gearbeitet. Und deswegen ist es ganz langsam angefangen. Da hat man von einem Zinseszinseffekt noch nichts gespürt. Aber Sie sehen, wie sich das auswirkt. Und das sind nur die öffentlichen Haushalte. Es gibt auch noch die privaten und die Unternehmen. Hier sehen wir nochmal Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte, auch nochmal andere Grafik. Wie das exponentiell anwächst. Das wird immer mehr, 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 mehr. Selbst wenn wir keine neuen Kredite mehr aufnehmen würden, würde durch die Zinszahlungen das ins Uferlose hinauswachsen. Hier ist die Entwicklung der öffentlichen Schulden bis 2014. Vorausgesagt waren das, das sind mehrere Grafiken vom Steuerzahlerbund, von der Bundesbank und vom IWF. 2008 bis 2014. Die Voraussage, das Rote hier war vom IWF, Internationaler Währungsfonds. Die haben es relativ genau vorausgesagt. Die wissen es auch. Und wenn man es jetzt weiter voraussagen könnte, ne, dann könnten wir jetzt mit unserem Wissen, was wir gerade bekommen haben, für die nächsten 5 Jahre eine ungefähre Analyse können wir abgeben, oder? Wenn jetzt jeder von euch eine Grafik zeichnen müsste, was passiert die nächsten 5 Jahre, wo würde das hingehen? Würde die Grafik runtergehen oder hoch? Sie kann nur hochgehen. Sie kann nur hochgehen. So toll sind die Experten nicht, wo das da aufzeichnen. Das ist auch eine ganz sehr interessante Grafik hier, die geht zwar nur bis zum Jahr 2010, spielt es aber erstmal keine Rolle. Wir sehen hier oben das Geldvermögen und unten die Schulden. Und jetzt sehen wir hier, wir sehen auch genau, dass das genau sich ausgleicht, egalisiert, ja. So viel Geld wie da ist, so viel Schulden sind auch da. Und jetzt sehen wir hier oben, dieser kleine Haken hier. Was war das?
Dieser kleine Haken war die Finanzkrise 2008. Die ist noch nicht so lange her, das sind erst 6 Jahre. Aber ich glaube, dass noch bei vielen, und hier sind ja auch viele da, die in produzierenden Betrieben tätig sind, ja, wo dann vielleicht Kurzarbeit war, wo auf einmal die ganze Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch stand, wo der Bundeskanzler und Finanzminister vor die Menschen getreten sind und haben alles beschwichtigt, wir haben alles im Griff, wir garantieren alles, ja, was sie im Nachhinein selber gesagt haben, dass es eine Lüge war. Es war schon gespürt eine heftige Krise, oder? Aber hier, der kleine Haken. Was passiert denn erst, wenn da mal ein großer Haken kommt? Da ist eine Bank Konkurs gegangen. Eine einzige Bank. Kein Staat. Und dieser Haken nach unten hier heißt ja, bei das Geldvermögen ist verringert worden. Hier ist schlagartig das Geldvermögen verringert worden. Warum? Es war keine Nachfrage mehr da. Niemand hat mehr Kredite nachgefragt. Warum? Die Banken und die Privatpersonen und die Unternehmen haben sich gegenseitig nicht mehr getraut. Dann haben die Banken die Kredite zurückgehalten. Das sehen wir jetzt auch gerade wieder. Das fängt jetzt schon wieder an. Die Banken halten teilweise Kredite zurück. Wenn Sie ein kleines Unternehmen haben, gehen Sie mal auf die Bank und beantragen einen Kredit. Sie haben die größten Schwierigkeiten. Die Kredite werden jetzt schon wieder zurückbehalten. Das ist ein ganz gefährliches Zeichen. Das heißt, wir sind hier an diesem kleinen Haken kurz vor einem Abrutschen in eine Deflation gewesen. Und wie ist das jetzt wieder ausgeglichen worden? Warum ging es dann wieder hoch? Das ist Deutschland. Vielleicht hat sich einer in diesen Jahren von Ihnen ein Auto gekauft. Kann sich noch erinnern an die Abwrackprämie. Ja, Abwrackprämie hat es geheißen. 2.500 Euro hat jeder gekriegt, der ein Auto, der sein altes Auto zurückgegeben hat, glaube ich, ein neues gekauft hat. Mit dieser Abwrackprämie ist Geld in die Wirtschaft gekommen. Das war der einzigste Grund, warum diese Abwrackprämie überhaupt gemacht wurde. Weil sie verzweifelt überlegt haben, wie kriegen wir es wieder Geld in die Wirtschaft. Wenn keiner einen Kredit nachfragt, kommt ja kein Geld rein. Verstehen Sie, wenn morgen, die nächsten 10 Tage, keiner mehr in Deutschland einen Kredit aufnimmt, dann ist das Thema sofort platt. Und nur über diese Abwrackprämie ist dann das Geld wieder reingekommen. Und dann haben die Menschen natürlich gesagt, okay, jetzt kaufen wir halt nicht ein Auto für 5.000, sondern wir legen noch einer drauf und noch Extras hier und da. Und auf einmal ist das Ganze wieder ins Rollen gekommen. Aber das wird ein zweites Mal nicht funktionieren. Und hier haben wir auch eine interessante Grafik nochmal. Das war zum Beispiel hier, hat die große Depression angefangen. Das sind die weltweiten Kreditmarktschulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Das war die große Depression von 1929 im Vergleich, also das war da in Amerika, ja, Schwarzer Freitag und so weiter. Da wurde die Deflation dann eingeleitet und Sie sehen, was das auch für Auswirkungen gehabt hat. Und hier, das ist das Jahr 2010, hier unten, oder 2008, wenn ich jetzt heute auf 2014 ging, wir sind hier oben irgendwo, hier oben sind wir. Und wir steigen immer höher und höher und höher. Das heißt, der Fall wird auch entsprechend tief sein. Auch das ist interessant. Warum geht es immer auseinander, die Schere, arm und reich? Ja, warum denn? Weil die Armen die Zinsen bezahlen müssen. Es ist eine Verteilung, kann man sagen, von, ich habe es mal gehört, den Ausspruch fand ich eigentlich gut, er hat gesagt, von fleißig nach reich. Die Fleißigen, die arbeiten, ja, die produzieren im Grunde, sagen wir mal, sind dafür zuständig, dass die Zinsen bezahlt werden zu den Reichen hin. Und deswegen heißt es auch ungerechter Mammon in der Bibel. Warum ungerecht? Weil jemand, der 2 Millionen hat oder 200 Millionen, der braucht nicht arbeiten. Der lässt die gerade liegen. Der lässt die gerade liegen. Wenn ich von 20 Millionen, 1%, wie viel sind das? 200.000. Das sind 200.000. Da habe ich 200.000 Euro Einnahmen. Ist doch wunderbar, brauche ich nicht mehr arbeiten. Versteht ihr? Das ist ungerechter Mammon. Also die Geldmenge steigt systembedingt permanent an. Warum? Weil ich immer wieder neu, der Staat muss immer wieder neu aufnehmen. Das Geld für die Zinsen ist am Fälligkeitstag, wenn das immer der erste wäre, nie da und muss dann immer wieder neu aufgenommen werden. Das heißt, immer wieder neues Geld. Und es geht so lange, ja, bis irgendwann das System implodiert. Was jetzt bedenklich ist, vielleicht am Rande, ne, ist, dass trotz massiven Gelddruckens
die Inflationsrate zurückgeht. Das ist ein bedenkliches Zeichen, was wir gerade momentan haben. Normalerweise müssten wir überschwemmt sein mit Geld, so viel Geld wie gedruckt wird weltweit, sind wir aber nicht. Da muss man sich fragen, wo ist das Geld? Das wird zurückgehalten von den Banken. Das ist sehr gefährlich. Momentan befinden wir uns in einer sehr gefährlichen Situation. Im 20. Jahrhundert, also von 1900 bis 2000, gab es weltweit 24 Hyperinflationen. Weiß wahrscheinlich auch niemand. Ja? In Deutschland aber kann man sich erinnern. Ja? Wir hatten sogar zwei, nämlich 28 und 43. 23 und 48, so rum. Immer nach dem Krieg. Ja? Das ist der Verfall der Dollar, der Weltleitwährung. Da sieht man mal, wie das Geld weniger wert wird, Kaufkraft verliert. Warum? Weil immer mehr Geld gedruckt wird. Wenn immer mehr Geld da ist, wird der einzelne Schein immer weniger wert. Mit jedem neuen Drucken wird das bestehende Geld weniger wert. Und das ist jetzt das System im Grunde, so wie wir es jetzt haben. Die Banken vergeben Kredite und kassieren die Zinsen. Die Anfang Januar kam eine Meldung raus, dass weltweit die Staaten mit 100 Billionen Euro verschuldet sind. Wenn Sie jetzt nur mal eine durchschnittliche Zinszahlung annehmen, wir haben gesehen, Griechenland zahlt 7,7%, Deutschland vielleicht nur 1%. Lass mal 5% sein. Dann sind es 5 Billionen, die an Zinsen bezahlt werden müssen. Die nicht da sind, die müssen erstmal erarbeitet werden. So wie die Griechen, ne? Die müssen erstmal ihre 23 oder 25 Milliarden erarbeiten, bevor sie überhaupt mal dran denken können, dass sie mal ins Plus kommen. Und so geht es nicht nur den Griechen so, sondern allen Ländern. Und das ist, weil die Zinsen abgezogen werden. Das heißt, ich habe also hier ein stetig steigendes Geldvermögen und damit logischerweise eine stetig steigende Verschuldung. Das ist eine Teufelsspirale, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird immer mehr, immer mehr. Und das Geld, wir haben so viel Geld haben wir noch nie auf der Welt gehabt, wie wir es jetzt gerade haben. Spürt da der Einzelne was davon? Wo fließt denn das ganze Geld hin? Aber von den Schulden, da spüren wir was, weil die müssen wir nämlich bezahlen. Und das ist jetzt die Grafik von Deutschland bis zum Jahre 2010. Auch da sind wir inzwischen weit oben drüber. Wir sind bei 2,1, irgendwas knapp 2,2 Billionen Staatsschulden. Und irgendwann saß ich mal an meinem Schreibtisch und habe mir so über das ganze Gedanken gemacht. Und ich wusste auch nicht, wie ich es greifen kann. Ja, es war gemerkt, es ist irgendwas da, ich kann es aber nicht greifen. Und dann bin ich auf diese Grafik da gestoßen. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie kann denn sowas sein? Ein Land wie Deutschland, wo auferstanden ist, sage ich mal, jetzt nach dem Kriege, ja, mit seinen fleißigen Menschen und hat hier ein Wirtschaftsplus nach dem anderen produziert. Es gab vielleicht, glaube ich, nur ein oder zwei Jährchen oder drei, wo wir mal im Minus waren. Ansonsten haben wir immer Plus gehabt, 60 Jahre lang. Jedes Jahr Plus, immer gearbeitet und Plus gemacht, gearbeitet und Plus gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr privat jedes Jahr arbeitet und jedes Jahr macht er mehr Gewinn. Und das macht er 60 Jahre lang. Oder euer Opa hat es gemacht, 60 Jahre lang. Jedes Jahr hat er Plus gemacht. Wie wird es euch heute gehen? Wenn ihr nicht alles sinnlos verprasst hättet, wird es euch heute sehr gut gehen, stimmt's? Aber Deutschland geht's nicht gut. Da stand über 2,2 Billionen Schulden. Das ist das Ergebnis einer 60 Jahre langen wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch, kann man das sagen. Und da bin ich natürlich auch schon nachdenklich geworden. Woran liegt es denn? Und es liegt am System, weil das systembedingt so eingestellt ist. Wir können jedes Jahr, ja, wir haben es ja gesehen, wenn wir jedes Jahr 10% plus machen, dann steigt die Schuldenkurve noch schneller an. Je mehr Wirtschaftswachstum wir machen, desto mehr Geld brauchen wir auch, ja, damit es uns auch jemand abkaufen kann und damit wir mit handeln können. Also braucht man mehr Kredite. Hier ist es ähnlich, die gleiche Grafik nochmal, aber im Grunde sieht man hier, dass im Jahr 2007 war mal das einzigste Jahr, wo wir dann ausgeglichenen Haushalt hatten. Ansonsten hört man dann immer nur von, wir haben einen Erfolg erzielt und es war dann die Neuverschuldung ist geringer geworden. Schon mal gehört? Die Neuverschuldung ist geringer geworden. Das wird immer als Erfolg gefeiert. Aber es ist trotzdem noch eine Verschuldung, weil es systembedingt eben erforderlich ist. Diese Grafik hier, wenn man hier sieht, das ist
ist zwar jetzt nicht allzu schön geworden jetzt, ich auch nicht der technisch versierteste bin, aber es ist mir die wichtigste, damit wir mal sehen, wo man steht. Und dann habe ich mich da in dieser Grafik, als ich sie fertig gemacht habe, vor ein paar Jahren, auch wieder gefunden. Hier unten sind wir als Verbraucher, wir sind das arbeitende Volk und auch die Rentner, jede einzelne Privatperson in Deutschland, auch der Multimillionär, der sitzt auch hier, das ist auch eine Privatperson. Ja? Der arme Rentner sitzt vielleicht hier unten, der Multimillionär sitzt dann 3 Stockwerke höher, aber er ist auch da unten, wichtig zu wissen. Darüber sind die Unternehmen und darüber wiederum ist der Staat. Und jetzt gab es ja mal eine Zeit, Ende der 80er Jahre, als wir kurz vor der Wiedervereinigung standen, und da gab es viele Demonstrationen, diese Montagsdemonstrationen, erinnert euch vielleicht, wo die Menschen in Ostdeutschland, neue Bundesländer auch immer demonstriert haben, und wie war der Schlachtruf dort? Wir sind das Volk, genau. Und da haben sie auch recht gehabt. Sie waren auch das Volk. Nur der Staat ist jemand anderes. Der Staat ist jemand anderes. Das sind nicht wir. Wir sind das Volk. Da unten? Oh. Na? Wir sind das Volk und hier ist der Staat. Wir sind nicht der Staat. Der Staat ist ein abstraktes Gebilde. Und er steht nicht auf unserer Seite. Meint bloß nicht, dass der auf unserer Seite steht. Und auf unserer Seite, wenn wir uns als Christen definieren, steht er schon dreimal nicht. Aber auch generell ist der Staat nicht auf unserer Seite. Der Staat dient nicht dem Volk hier unten. Der Staat dient eher ganz anderen Kräften, will ich mal sagen. Denn über dem Staat gibt es inzwischen übergeordnete Staatengebilde. Ja, das ist dieser ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Da gibt es die EU, wo wir schon drin sind. Da gibt es die, im militärischen Bereich die NATO, da gibt es die UNO, ehemaliger Völkerbund und so weiter. Mit dem hat das Volk gar nichts zu tun. Im Gegenteil ist sogar der Staat die Exekutive dieser übergeordneten Institutionen. Ich habe das vor 15, 20 Jahren zum ersten Mal gesehen, hatte ich einen Kunden, und dieser Mann, es war ein kleines Unternehmen gehabt, der konnte seine Steuern nicht bezahlen. Der Staat hat ihm, so schnell konnte er gar nicht gucken, eine Zwangshypothek in sein Grundbuch hineinschreiben lassen, damit er die Steuern bekommt. Er konnte nichts dagegen tun. Da wird nicht lange gefackelt. Der Staat kommt nicht und sagt, könntest du nicht mal und komm, wir gucken. Da wird einfach, dem Mann ist einfach das Haus weggenommen worden vom Staat. Und damals war ich leider noch nicht so weit, dass es gleich das Licht aufgegangen ist, aber ich fand es damals schon erschreckend. Übrigens, der Zensus, der da durchgeführt wurde 2011, geht auch in diese Richtung. Ja? Also da muss man auch aufpassen, ja, Eigentum hat, ja, denn der Staat, Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz, der Staat kann zugreifen. Und er macht's auch. Also, der Staat letztendlich muss seine horrenden Schulden irgendwie bezahlen. Seine Zinsen auf die Schulden vielmehr. Wie kann er das tun? Er kann's nur tun, indem er die Steuern erhöht. Indem er Abgaben einführt. Dazwischen sehen wir die Unternehmen. Die Unternehmen können noch darauf reagieren. Wenn ich ein Unternehmen habe und muss jetzt auf einmal höhere Steuern bezahlen, was mache ich dann? Ich schlage es auf die Preise um. Ich beteilige einfach meine Kunden damit. Ich zahle doch nicht alles allein. Wenn der Staat von mir mehr Geld will, gebe ich es weiter an die Kunden. Dann erhöhe ich die Preise wieder. Und ganz unten sind wir müssen es bezahlen. Und das macht der Staat nur deshalb, weil er Milliarden von Euros an Zinsen bezahlen muss, jedes Jahr. Ganz normal, aus dem normalen Wirtschaftsding raus. Da gibt es natürlich noch andere Verpflichtungen, die damit zusammenhängen, aber das sind der Hauptgrund. USA zum Beispiel, Amerika, hat sein Einkommensteuersystem eingeführt 1913. Das war genau das Jahr, wo auch die Federal Reserve Bank gegründet wurde. Das heißt, die Bank, von der
Amerika oder USA oder wie man es auch betiteln will, sein Geld bezieht. Bei dieser Bank, bei diesem Bankensystem ist die USA verschuldet mit zig Billionen. Offiziell sind 17 Billionen. Billionen Dollar. Die werden bezahlt durch die Steuer der amerikanischen Bürger. Aber die reicht schon lange nicht mehr aus. Weil auch diese Schulden immer weiter steigen. Damit hier keiner über Bord geht, werden solche Rettungsschirme und so weiter gegründet. ESM, wie wir hier sehen, übergeordnete Organisationen. Damit nicht vorzeitig jemand zusammenbricht hier von den einzelnen Staaten, müssen die Starken, deswegen auch der Euro zum Beispiel gegründet worden. Auch mit einem Grund. Damit niemand durch Abwertung seiner Währung sich da gesund schrumpfen kann. Das wäre nämlich möglich. Das geht im Euro nicht. Aus dem Grund ist der Euro gegründet worden. Nur um Kontrolle zu haben, um die Staaten letztendlich auch zu knechten, will ich mal sagen. Im Griff zu haben. Aber wer ist es denn, der die Staaten im Griff hat? Wir haben gesehen, dass nochmal oben drüber die Banken stehen. Und die Banken, es sind private Banken, die gehören ja jemand. Da sind Menschen hinten dran, Organisationen. Diese Banken gehören irgendjemand. Und diese irgendjemands, die kassieren die Zinsen, die die Weltbevölkerung erwirtschaftet. Billionen von Euros. Und das war auch mit ein Grund, meine Gemeinde weiß es ja von mir auch, dass ich zum Glauben gefunden habe, weil ich erkannt habe, dass da ein System dahinter steckt und dieses System ist fürchterlich böse. Denn nur wegen dem Geld können diese Menschen das nicht machen. Jeder Mensch hat eine gewisse Lebensspanne, ja, und eine Billion kann kein Mensch ausgeben. Und mehrere und zig Billionen schon gar nicht. Also muss doch was anderes dahinter stehen. Und dann habe ich mich einfach mal darum gekümmert und mal nachgeforscht, was steht denn da dahinter? Wer kann Interesse haben? Was für Interessen stehen da dahinter? Und so bin ich auf die Bibel gekommen. So bin ich auf die Bibel gekommen, weil ich festgestellt habe, dass viele Menschen, gläubige Menschen, schon vor 30, 40, 50 Jahren, gibt es sehr gute Literatur, die haben Bücher geschrieben über dieses Thema. Und die habe ich gelesen. Und da waren auch immer Bibelzitate mit dabei. Und so bin ich auf die Prophetie gekommen. Und so habe ich auch festgestellt, letztendlich, dass da ein Plan existiert. Natürlich können wir jetzt nicht im Detail auf alle Einzelheiten eingehen, aber ich möchte euch doch mal ein paar Anregungen geben. Denn mit diesem System sind letztendlich die ganzen Staaten unter Kontrolle zu bekommen. Das ist das Zeichen, was dafür steht, übrigens. Das Ganze ist eine pyramidale Struktur. Das kann man ja noch einfach erkennen. Ja? Oben sind wenige, ne? Dann werden es immer ein paar mehr. Das ist wie in einer Firma auch. Ne? Es gibt einen Vorstand, dann gibt es ein paar Assistenten, dann gibt es ein paar Abteilungsleiter und irgendwann unten sind dann die ganzen Mechaniker und so weiter. Ist auch okay so. Aber das ist dieses System hier. Und diese Struktur, die findet man überall wieder, wo die jetzt endlich beteiligt sind, die dieses Geldsystem beherrschen. Denn wo fließen denn die ganzen Billionen hin? Sie fließen nicht auf unsere Märkte, sie fließen nicht in die Volkswirtschaften. Das Geld wird zurückgehalten. Es wird für was ganz anderes verwendet. Die Pyramide ist als Struktur und als Symbol dafür erkennbar. Sie können sich gerne mal, im Internet eingeben, Bankenlogos, wie viele Banken allein Pyramiden in ihrem Logo drin haben. Es ist auch ein Freimaurersymbol, ja, das Hauptsymbol sogar. Ich frage mich, was auf dem 1-Dollar-Schein eine ägyptische Pyramide zu suchen hat. Oder haben Sie sich mal über das Dollarzeichen Gedanken gemacht? Wie ist denn das Dollarzeichen? So ein S und dann durchgestrichen, ja. Aber in Dollar ist gar kein S drin. Ist mir aufgefallen? Oder heißt es Dollar? Dollar kommt von Taler übrigens. Das ist der Wortursprung von Dollar. Forscht es nach, Sie werden staunen, warum das so ist. Also die Pyramide ist da das Symbol dafür. Und diese Grafik hier, die zeigt uns jetzt, was uns bedroht.
was uns bedroht, was über unseren Köpfen schwebt und wo der Druck herkommt. Wir sehen in der Mitte, das sind wir, das ist die Wirtschaft, ja, der Staat, die Unternehmen, die Privatpersonen. Und die leben letztendlich nur durch Kredite. Alle unser Geld ist Kredit. Ob wir jetzt selber einen Kredit haben oder nicht, spielt keine Rolle. In jedem Produkt, das Sie kaufen, wenn Sie heute einkaufen waren, haben Sie zwischen 30% und 40% Zinsen bezahlt, die in diesem Produkt drin waren. Sie mal vorstellen. Wo fließen die Zinsen hin? Die fließen zu den Banken. Wenn ich die ganze Weltwirtschaft zusammennehme, sind es Billionen. Wo ist dieses Geld? Vielleicht haben Sie schon mal was gehört von Kapitalsammelbecken. Haben wir auch schon mal gelesen, ja, in der Zeitung. Das Geld fließt in strukturierte Produkte der Banken. Ja, die sind, man kann es nicht nachvollziehen dann. Irgendwann verliert sich die Spur. Aber eines ist sicher, und dafür gibt es gesicherte Zahlen, dass Derivate, Optionen, Optionsscheine, Wetten, deswegen steht hier Casino, die Banken handeln mit diesem Geld untereinander. Und das ist höchst gefährlich. Wenn da mal einer auf den falschen Knopf drückt, kann es sein, dass wie Dominosteine die ganzen Banken umfallen. Das wird gemacht. Und dort fließen die Gelder hin. Die werden entzogen dem Markt. Und deswegen habe ich auch gesagt, momentan ist es eine gefährliche Situation. Momentan wird viel, wahnsinnig viel Geld gedruckt. Die USA hat schon dieses Quantitative Easing, nennt sich das. Ne? Also Milliarden habe ich schon gedruckt. Jeden Monat kommen da inzwischen 60 oder 70 Milliarden dazu. Die EZB fängt jetzt auch damit an. Aber wo ist das Geld? Es landet nicht in den Volkswirtschaften. Das ist das Gefährliche. Wenn die Inflation zurückgeht, und dann ist es gefährlich, dass wir kippen in eine Deflation rein. Und dann wird es für alle uns nicht angenehm. Aber wenn wir sehen, wir sind abhängig letztendlich von dem, was die Banken machen. Hier ist eine Grafik, kann man jetzt nicht viel darauf erkennen, ich erkläre es aber. Die zeigt uns, wo Teile dieses Geldes dann doch wieder hinfließen. Die Universität in Zürich hat im Jahr 2007 begonnen, eine Studie zu machen. Die wurde erst letztes Jahr fertig. Und sie hat da, ich habe es unten mal vergrößert, 37 Millionen Firmendaten waren da zugrunde gelegen. Die wollte einfach mal wissen, welche Firmen weltweit den meisten Einfluss haben und wie untereinander vernetzt waren. Und dann haben sie ein Vernetzungsdiagramm anfangen aufzustellen. Dann sind irgendwann einmal 43.000 Unternehmen rausgekommen, die international tätig sind, also mindestens in zwei Ländern. Und von den 43.000 waren es dann wieder 1.300 Unternehmen, die zum engsten Kern gehören, die also an allen anderen mit dran beteiligt waren. Und von diesen wiederum, von diesem Kern, gab es wieder einen Kern. Das waren nur 147 Unternehmen. Und diese 147 Unternehmen, und das sind jetzt Zahlen von 2007, durch die lange Aufbereitungszeit hat es halt jetzt gedauert, inzwischen hat sich das ja wieder verändert, die haben damals schon vor 7 Jahren mehr als 40% des gesamten Weltbruttoinlandsproduktes oder von den Firmen kontrolliert. Nur 147 Firmen. Und jetzt passen Sie auf, von diesen 147 Firmen, die Studie ist auch einsehbar im Internet übrigens, von diesen 147 Firmen, was glauben Sie, wie viel da aus dem Finanz- und Immobilienbereich waren? 133. Da wissen wir ja, wo das Geld ist. Ne? 133. Und jetzt ging einer her, die einflussreichste Firma war übrigens die Barclays Bank. Viele Firmen, die man auch gar nicht kennt, ja, AXA-Unternehmung zum Beispiel, ein großes Unternehmen, ja, wo man kennt jetzt, ne, wo da auch damit drin ist, viele Banken, ja, Deutsche Bank ist auch mit dabei. Dann kam einer auf eine schlaue Idee, der ist hergegangen und hat die ersten 50 ins Internet, in Google oder in irgendeine Suchmaschine, oder hier keine Werbung machen, eine Suchmaschine eingegeben und hat einfach den Firmennamen und hat dahinter geschrieben, Rothschild. Weil er wusste, Rothschild ist einer, der seit Jahrhunderten schon da mit involviert ist. Und bei allen 50 war Rothschild als Investmentgruppe oder Banker oder als Person sogar mitbeteiligt. Also das, was der Rothschild gemacht hat mit seinen 5 Söhnen im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts, das hat nicht aufgehört auf einmal. Er hat sich nicht auf irgendein Weingut zurückgezogen und hat einen Rothschild-Wein da hergestellt. Der ist heute aktiver denn je.
Und er ist einer derjenigen, die diese Banken mitkontrollieren. Einer der Personen, denen diese Banken gehören. Ja, Geld regiert die Welt. Dieses Geld, was die Staaten und die Bürger der Welt letztendlich erarbeiten über dieses Geldsystem, das fließt in Form von Zinsen in irgendwelche Kanäle hinein in billionenfacher Höhe. Und von dort aus kommt es gezielt wieder zurück, um sich Einfluss zu sichern in allen möglichen Branchen. Und das war auch der Gedanke von mir, dass ich mir überlegt habe, wie kann es passieren, dass irgendwann mal die ganze Welt dem Antichristen sozusagen, einem antichristlichen System, huldigt, ja, es anbetet sogar. Der muss die nicht mit militärischer Gewalt übernehmen. Da gibt es ganz andere Mittel. Wie übernehme ich einen Staat? Das, was wir hier sehen in der Mitte, ja, ist also praktisch ein Land. Hat eine Regierung oder ein König oder ein Herrscher oder auch was auch immer. Dieser König, dieser Herrscher oder dieser Kanzler oder was auch immer, ja, der da an der Macht ist, was will der? Als allererstes, er will auf jeden Fall an der Macht bleiben. Sonst wäre er ja nicht da. Auch unser Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin will nicht freiwillig gehen. Die will da bleiben. Man hat es auch beim Kohl zum Beispiel gesehen, der will jetzt seinen Platz nicht hergeben. Das sind alle, diese Menschen haben so eine Mentalität. Jetzt wird er aber auf seinem Regierungssitz, will ich mal sagen, bedrängt von vielen verschiedenen Dingen. Er wird letztendlich unter Druck gesetzt. Er wird unter Druck gesetzt von der Wirtschaft, vom Volk. Er wird unter Druck gesetzt von den Medien, von der Opposition, die ja seinen Platz haben will, und. Und jetzt sehen wir ein schönes Beispiel, wenn wir die Ukraine nehmen. Wenn ich ein solches Land, da können wir sie direkt nachvollziehen, der dort an der Macht ist oder an die Macht will, was macht er? Der nutzt doch alle anderen mit, und damit er den hier unter Druck setzt. Und wie kann er die mitnutzen? Nur indem er die bezahlt. Indem ihm selber diese Wirtschaftsunternehmen gehören, die Gas- oder Energieunternehmen, die Banken, die Versicherungen, die Druck ausüben können, die gehören doch alle hier irgendjemand zu großen Teilen. Das Volk, da geht eine Revolutionsgefahr davon aus. Er hat man in der Ukraine gesehen, ja, und viele Meldungen hat man gehört, dass die Menschen, die dort Revolution gemacht haben, bezahlt werden von Staaten, von Geheimdiensten und so weiter, damit sie noch weitermachen, ja. Auch da spielt das Geld eine Rolle. Die Medien ist natürlich ein ganz großer Punkt. Die gesamten Medienkonzerne weltweit konzentrieren sich inzwischen nur noch auf 4 oder 5Unternehmen. Nur noch auf 4 oder 5 Unternehmen. Walt Disney ist zum Beispiel eines davon. Und unter denen sind natürlich dann wieder alle anderen angesiedelt. Die Meldungen, die wir hören in den Nachrichten, die sind alle letztendlich manipuliert. Wir werden nachher noch ein Zitat davon hören. Die gehen durch einen Filter. Die Agentur Reuters, die gehört schon seit 150 Jahren wem? Die gehört der Familie Rothschild. Ja? Die DPA oder AP, Associated Press, wie sie alle heißen, die sind alles vorgefertigte Meldungen. Oftmals liest man doch, egal welche Zeitung ich aufschlage, ob sie der Pforzheimer Kurier ist, BNN in Karlsruhe, ne, oder wenn ich im Internet in irgendeine Nachrichtenseite gucke, dann lese ich haargenau die gleiche Meldung. Die wird gerade übernommen von der Nachrichtenagentur. Und die Nachrichtenagenturen sind alle in einer Hand. Wir hören also das, was wir hören sollen. Dann andere Länder, Kriegsgefahr. Wenn man sieht, wie die USA zum Beispiel weltweit, ja, hier massiv sich überall einmischt, Länder zerstört, wie jetzt im Nahen Osten zum Beispiel. Das ist alles bewusst gemacht. Und was machen die hier? Die werden unter Druck gesetzt. Und wenn sie an der Macht bleiben wollen, dann nicken sie ab. Was glaubt ihr, warum zum Beispiel unser Bundespräsident Wulff hat gehen müssen? Der arme Kerl hat eigentlich keiner Fliege was zuleide getan. Man muss aber die Reden von ihm, die zwei Reden, die er 2 Monate vor seinem Abgang gehalten hat, die muss man mal lesen. Dort hat er zwischen den Zeilen massiv die Bankenlobby kritisiert. Und deswegen hat er gehen müssen.
der muss ja nicht gehen, weil er irgendeinem einen Bobbycar geschenkt hat. Das ist ja ein Witz. Da sieht man, wo die Macht sitzt. Ich habe gedacht, der Wulff ist ein netter Kerl, der sagt zu allem Jahr ein Amen, weil der Bundespräsident in Deutschland muss ja die Gesetze unterzeichnen. Und da brauche ich natürlich einen, der da sich nicht querstellt. Und der nette Herr Wulff, der hat sich auf einmal besonnen und hat gedacht, jetzt muss ich vielleicht doch mal was für mein Volk machen. Schließlich bin ich ja Präsident. Und dann hat er mal zwei Reden gehalten. Und die kamen gar nicht gut an. Das Volk hat es gar nicht gemerkt. Und deswegen ist er abgesetzt worden. Das ist natürlich jetzt nur meine Meinung. Ja? Aber es liegt nahe. Und da hat man einen gebraucht, weil damals standen die Gesetze für den ESM kurz vor der Verabschiedung. Und da hat man keinen brauchen können, der da vielleicht querschießt. Also das ist das Prinzip, wie ein Staat übernommen wird. Und jetzt wollen wir uns einfach mal auch nicht nur das anhören, was ich zu sagen habe, sondern was Menschen gesagt haben, die innerhalb dieses Systems maßgeblich beteiligt waren, auf der einen oder anderen Seite. Das hier ist es kommen so 7, 8 Zitate, und bei Zitaten finde ich, ist es immer, wenn die auch belegt sind, ja, also das ist natürlich klar, ne, dass die historisch auch belegt sind, diese Zitate, da kann man sich einen guten Eindruck verschaffen. Mehr, wie wenn man da irgendwelche Grafiken hoch und runter liest, wenn man mal hört, was die sagen, die da tatsächlich mit involviert sind. Und was sagen die? Abraham Lincoln zum Beispiel, einer der ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, er hat gesagt über das Geld, das Privileg, sein eigenes Geld zu schöpfen, und in Umlauf zu bringen, ist das höchste Alleinrecht des Staates und seine größte kreative Möglichkeit. Die Menschen erhalten damit eine Währung, die so sicher ist wie die Macht des Staates. Anstatt die Menschen zu beherrschen, wird es zum Diener der Menschheit. Die Demokratie wird dadurch stärker als die Geldmacht. Hochinteressant, ja? Weil bei uns ist es genau umgekehrt. Und Abraham Lincoln war ein Präsident, der den sogenannten, ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt, den Greenback herausgegeben hat. Greenback heißt grün, grüne Rückseite, das war ein Dollarschein, den er vom Staat, die Vereinigten Staaten haben diesen Greenback herausgegeben als staatliches Geld. Das war ein Affront gegen die Banken damals. Er hat auf einmal staatliches Geld herausgegeben. Aber er hat es nicht lange überlebt, er wurde ja dann irgendwann erschossen, kurze Zeit später. Und kaum war er weg, ist auch der Greenback verschwunden. Das hat der Larry McDonald gesagt, es war ein US-Kongressabgeordneter, der ebenfalls getötet wurde 1976. Da wurde ein koreanisches Flugzeug abgeschossen von der Sowjetunion. Es war ein Passagierflugzeug. Da saß der McDonald drin und der hat gesagt, der Drang der Rockefellers, Rockefeller wieder ein neuer Name, ja, eine der mächtigsten Familien auch weltweit, und ihrer Verbündeten ist es, eine Weltregierung zu kreieren, welche Kapitalismus und Kommunismus vereint, unter ihrer Kontrolle. Meine ich eine Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt davon, dass so ein Plan existiert. Die Eliten, also die Obersten, planen es und ihre Absichten sind unglaublich bösartig. Es gibt immer mal wieder Menschen, ja, die dann Stellung nehmen, aber sie werden meistens nicht arg alt. Den kennt jetzt auch jeder, das war der John F. Kennedy. John F. Kennedy, einer der populärsten Präsidenten der USA, er hat gesagt, denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen. Auf Infiltration anstatt Invasion, auf Unterwanderung statt Wahlen, auf Einschüchterung statt freier Wahl, auf nächtliche Guerillaangriffe statt auf Armeen bei Tag. Diese Rede ist im englischen Originalton heute noch bei YouTube abrufbar. Können Sie gerne mal suchen. Ja, die geht so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist ein Auszug aus dieser Rede. Wundert mich eigentlich, dass die noch da ist. John F. Kennedy war der letzte amerikanische Präsident, der es wagte, der Zentralbank der USA entgegenzutreten, indem er eigenes staatliches Geld ausgegeben hat. Kennedy hat eigenes staatliches Geld ausgegeben damals,
Ungefähr 4 Milliarden hat ein Umlauf gebracht, vom Staat aus. Das heißt, wenn ich vom Staat aus Geld ausgebe, muss ich dafür keine Zinsen bezahlen. Versteht ihr? Wenn die ganzen Zinsen, die wir da an die Banken bezahlen, wenn die alle beim Staat wären, dann müsste jeder von uns hätte doppelt so viel Geld und wir müssen halb so viel arbeiten. Und alle wären glücklich. Es gäbe keinen Druck. Und Kennedy hat es gemacht. Aber auch er, wie ihr alle wisst, hat es nicht überlebt. Und sein Nachfolger, der Vizepräsident, das war der Lyndon B. Johnson, der ist dann natürlich Präsident geworden. Und die erste Amtshandlung, die er gemacht hat, war genau dieses wieder zurückzunehmen. Dass alles staatliche Geld sofort wieder eingezogen wurde. Das war die erste Amtshandlung, die Johnson gemacht hat nach dem Tode Kennedys. Offiziell ist er von irgendeinem Wahnsinnigen erschossen worden. Ja. Wir wissen ja, dass da auch viele Dinge im Unklaren sind. Jetzt nochmal ein Zitat von der Presse, weil ich vorhin gesagt habe, auch die Presse, alles was wir hören, ist gefiltert. Das sagt der John Swinton, das war der Herausgeber und Chefredakteur der New York Times. Und das hat er gesagt bei seiner Abschiedsvorstellung, seiner Abschiedsrede, wo er vorhin in Rente gegangen ist. Ich glaube, wahrscheinlich hat er das 10 Jahre vorher nicht gesagt. Von einer unabhängigen Presse in Amerika, und wenn ich jetzt hier Amerika sage, dann können wir das auch auf die ganze Welt letztendlich projizieren. Auch auf uns in Deutschland. Wir sind ja eh besetzt. Deutschland ist nicht mehr souverän, ja, seit Kriegsende. Hat ja auch der Schäuble 2011 verlautbaren lassen. Von einer unabhängigen Presse in Amerika kann nicht die Rede sein. Nicht ein einziger Mann unter Ihnen, also unter den Journalisten, wagt es, seine ehrliche Meinung auszusprechen. Wir sind die Instrumente und Vasallen der Reichen hinter den Kulissen. Wir sind Marionetten. Jene Männer ziehen an den Fäden und wir tanzen. Unsere Zeit, unsere Talente, unser Leben und unsere Kräfte sind alle Eigentum jener Männer. Wir sind intellektuelle Huren. Welch ein Ausspruch, ja, von so einem, der in der Medienwelt ganz oben stand. Dieses Zitat hat mich letztendlich auch auf die richtige Spur gebracht. Die Spur der Bibel, ja, der Wahrheit, da wo Wahrheit ist. Weil dieses Zitat ist so unglaublich. Ich lese es vor. Das hat er ausgesprochen, der Alan Greenspan, das war der FED-Vorsitzende, die FED ist die Zentralbank der USA und dort war er bis 2006 Vorsitzender. Er sagt Folgendes, und es passt auch jetzt auf die jetzige Situation ganz gut. Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. Was kann jetzt einen Vorsitzenden einer Zentralbank interessieren, wie er der Meister meiner Seele wird? Hier spielen noch ganz andere Dinge eine Rolle. Und der sitzt also an der FED, das ist also praktisch die oberste, also mitten in der Mitte des Spinnennetzes, will ich jetzt mal sagen. In der Mitte des Spinnennetzes. Und hier erkennt man auch, dass hier nicht nur wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen, nicht nur so viel Zinsen wie möglich einkassieren. Hier sind auch noch ganz andere Dinge im Spiel. Hier sind noch ganz andere Dinge im Spiel. Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert, als diejenigen es sich vorstellen, die nicht hinter den Kulissen stehen. Das hat der Benjamin Disraeli gesagt, er war zweimal Premierminister in England. Jüdische Abstammung übrigens. Und dann der Kissinger, der treibt immer noch sein Unwesen. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt er inzwischen ist, er 200 Jahre alt inzwischen schon.
Er hat Folgendes gesagt: Wer das Öl kontrolliert, der beherrscht die Staaten. Wer die Nahrungsmittel kontrolliert, der beherrscht die Völker. Und wer das Geld kontrolliert, der beherrscht die Welt. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Meyer Amschel Rothschild, das war der erste Rothschild, der die Bank gegründet hat in Frankfurt damals, mit seinen 5 Söhnen, die dann die einzelnen Banken in Wien, Paris, Neapel und London gegründet haben. Er hat gesagt, das ist auch ein bekanntes Zitat, wenn man sich in der Materie ein bisschen auskennt, aber das trifft auch den Nagel auf den Kopf und der weiß genau, was er sagt. Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir egal, wer ihre Gesetze schreibt. Das ist nichts anderes wie Geld regiert die Welt. Wenn er das Geld hat, als Bankier und es ausgibt oder nicht ausgibt, also herausgibt oder schöpft, dann kann er bestimmen über Kriege, Nichtkriege, über Erweiterungen, über alle möglichen Dinge, über alles eigentlich. Churchill hat gesagt, derjenige muss in der Tat blind sein, in der Tat, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir als treue Knechte mitwirken dürfen. Da müssen wir uns natürlich fragen, wessen Knecht ist er denn? Wer ist wir? Wer ist der Herr dieser Knechte? Und nun sieht man auch, diese Personen, die wissen ganz genau, was sie machen. Das sind die, die oben, diese dunkle Wolke, wo ihr das seht, das sind Billionen von Dollars, Euros und so weiter. Und die werden ganz gezielt genutzt, um Staaten, um Firmen zu manipulieren, um Staaten zu manipulieren, um ein Netzwerk aufzubauen, was schon aufgebaut ist. Wir haben inzwischen ein Zentralbanknetzwerk, was über die ganze Welt verstreut ist. Ich glaube, nur noch der Iran ist da außen vor. Vor ein paar Jahren war übrigens Libyen auch nicht dabei, war Irak nicht dabei. Ihr seht, wo die heute sind. Ja, Syrien war nicht dabei. Heute liegen sie in Schutt und Asche. Wenn es dann doch mal mit dem Geld nicht funktioniert, dann hat man auch die militärische Macht in Form der USA, wo hier entsprechend eingreift. Und das kann man, wenn man jetzt sich die aktuellen Geschehnisse mal zu Gemüte führt, sehen, in der Ukraine, im Iran, im Irak, Syrien. Es sind alles diese Länder, wo massiv von außen und von innen Einfluss genommen wird. Einfach mal darauf achten, wenn ihr mal die nächsten Mal Nachrichten hört. Argentinien, weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, Argentinien wird verklagt von einem großen Fonds und muss jetzt Insolvenz anmelden. Ein großer Hedgefonds, also ich kann sagen, eine Bank, kann ich auch sagen, ja, hat diesen Staat letztendlich im Griff. Das ist ganz aktuell, letzte Woche kam die Meldung raus, die haben ein Gerichtsurteil verloren. Müssen jetzt, was weiß ich, wie viele Milliarden an diesen Fonds bezahlen und sagen, wir können es nicht. TTIP und TISA, was ist denn das? Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Deswegen habe ich jetzt ganz aktuell auch nochmal diese Folie jetzt hier mit reingenommen. In der nächsten Zukunft, wenn Ihnen diese Begriffe über den Weg laufen. TTIP und TISA sind Abkürzungen. Ja, TTIP ist ein transatlantisches Freihandelsabkommen, was gerade momentan verhandelt wird zwischen USA und Europa. Mit dem Ziel, dass die großen amerikanischen Konzerne hier auf dem Markt in Europa Fuß fassen können. Noch mehr, wie sie es eh schon haben. Nämlich zum Beispiel über genmanipuliertes Essen, was bei uns verboten ist. Da wollen die rein. Das verhandeln die gerade. Und die Verhandlungen finden in geheimen Räumen statt. Die finden nicht öffentlich statt, in geheimen. Das sagt doch schon alles. Ja. Wer verhandelt denn da? Das Volk darf es nicht wissen. Noch schlimmer ist TISA. Das ist ein Abkommen, wo es um öffentliche Dienstleistungen geht, die in private Hand gegeben werden sollen. Zum Beispiel Wasserversorgung. Was glauben Sie, wenn die Wasserversorgung in Deutschland in privater Hand ist? Die privaten Unternehmen können die Preise hochschrauben, wie sie es gerade brauchen.
In Bolivien habe ich es so weit getrieben, dass dort vor 5, 6 Jahren zig Leute vertuschtet sind, ja, ums Leben gekommen sind. Aber es geht nicht nur um die Wasserversorgung, es geht um die Müllabfuhr, es geht um alle öffentlichen Dienstleistungen, Verwaltung. Gehen Sie doch mal in die, wer jetzt arbeitslos ist zum Beispiel, muss auf die Agentur für Arbeit, der muss nicht aufs Arbeitsamt. Der muss nicht aufs Arbeitsamt, weil das Arbeitsamt gibt es nämlich gar nicht mehr. Es gibt jetzt die Agentur für Arbeit und dort ist er kein Arbeitsloser, sondern ein Kunde. So sieht's aus. Und das ist auch die Privatisierung, die da durchgeführt wird. Dafür werden die Gelder verwendet. Das TISA zum Beispiel wird verhandelt außerhalb der WTO. WTO ist die Welthandelsorganisation, ja, wo man gewisse Kontrolle hätte. Außerhalb wird es verhandelt. Und die EU ist in beiden mit involviert. Und unser Bundestag hat schon signalisiert, jawohl, wir stimmen allem zu. Ist ja klar, weil wir gar nicht souverän sind in Deutschland. Aber das sind Dinge, wo alles aufgeweicht wird und wo nur dazu dient, die Welt praktisch zu, in dieses Netzwerk, ja, zu bekommen. Kontrolle ist da angesagt. Griechenland, haben wir gesagt, Schuldenkrise allgemein und auch Gender Mainstreaming, Bildungsplan in Baden-Württemberg, ja, wo unser Bruder Lothar auch schon Vorträge gehalten hat. Das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Sie sehen also, es geht nicht nur ums Geld. Aber das Geldsystem, und deswegen habe ich auch den Vortrag so betitelt, ist der Schlüssel zu allem. Denn mit diesem Geld wird überall interveniert und mit diesem Geld wird überall Einfluss genommen. Die Frage ist nur, wer ist denn das, wo der Einfluss nimmt? Über unsere Köpfe hinweg. Denkt man nur mal an die ganzen Gesetzesänderungen, die jetzt im Bereich der Homosexuellen da waren. Ich habe schon mit ein paar Homosexuellen gesprochen, die sind verwundert. Die sind verwundert. Das kommt gar nicht aus denen ihren Reihen. Da geht es um ganz andere Dinge. Die freuen sich natürlich, wenn irgendwas in ihrem Sinne da geändert wird. Aber wer wirklich dahinter steht, das war letztens auch eine Veröffentlichung in einer großen Zeitschrift, sind mehrere US-amerikanische Banken gewesen, die diese Kampagnen mit Milliardensummen subventioniert haben. Denken Sie an den Greenspan. Meister deiner Seele. Es geht nicht nur ums Geld. Zur Abwechslung haben wir mal ein Bild. Es ist Babel. Babel kennt wahrscheinlich jeder, der hier auch Babel oder auch Babylon. Ein Bild von dem Belgier Bruegel, also das bekannteste Bild eigentlich. Zur Frage, war jemand in letzter Zeit mal in Straßburg von Ihnen? Oder? Hm? EU, genau, da waren jetzt gerade die Europawahlen. In Straßburg steht ja das Europaparlament. Hier ist es. Das ist das Europaparlament. Kann ja auch Zufall sein, dass Sie das nur ein bisschen ähnlich sehen. Ja? Es könnte Zufall sein. Es muss aber kein Zufall sein. Und ich sage Ihnen, es ist auch keiner. Das da ist ein Plakat, das für die EU geworben hat im Jahre 1992. Ein offizielles EU-Plakat. Und hier wurde geworben mit Babylon, der Stadt der Sprachverwirrung. Und unten drunter steht Europe, many tongues, one voice. Das heißt übersetzt Europa, viele Zungen, eine Sprache. Also dieses Motto der Vielfalt und so weiter. Viele Zungen, eine Sprache, bezogen auf Babel. Und oben drüber haben wir Pentagramme, 11 Pentagramme, die auch nicht zufälligerweise auf dem Kopf stehen. Wissen Sie, ein Pentagramm, das auf dem Kopf steht, ist ein okkultes Zeichen. Das ist auch kein Geheimnis, das kann man auch überall nachlesen. Ein Pentagramm, das auf dem Kopf steht, die Spitze nach unten, ist ein okkultes Zeichen. Und das sieht man auch, wo letztendlich diese Menschen oder diese Menschengruppen anzusiedeln sind, die hinter diesem ganzen System stehen. Das Geldsystem ist der Schlüssel dazu, weil es sie versorgt mit dem ganzen ungerechten Mammon, will ich jetzt mal sagen, um überall weltweit zu intervenieren. Früher hat man das mit Kriegen gemacht, Länder eingenommen mit Kriegen. Heute macht man es mit Verträgen. Und wenn sie nicht wollen, dann werden sie eben
kriegen sie so viel Geld, bis sie Ja sagen. Und wenn sie dann immer noch nicht Ja sagen, obwohl sie viel Geld bekommen, dann kann es auch mal sein, dass jemand früher das Zeitliche segnet, wie geplant. Und das wissen auch diejenigen, die bei den einzelnen Staaten und weiter an der Macht sind. Die sind sich schon dieser Gefahr bewusst. Und sie können es entscheiden. Erinnert euch an das erste Zitat ganz am Anfang. Es gibt genug Menschen, die von diesem System profitieren. Und viele werden verführt und können nicht Nein sagen dann. Unten sieht man übrigens Menschen, ja, mit quadratischen Köpfen. Das soll also auch wie so Robotermenschen dann sein. Also auch da muss man letztendlich aufpassen. Man denkt mal nur noch an diese momentan, was in der Unterhaltungselektronik, Handys und so weiter da unterwegs ist. Android gibt es doch da, ja. Android heißt Robotermensch. Android heißt Robotermensch. Man hat es irgendwie in der Hand, gell, und denkt da nichts Böses bei. An ihren Zeichen werdet ihr sie erkennen. Aber das wäre ein eigener Vortrag. Vatikan, Washington DC, Bits und Coll. Was heißt das? Die ersten zwei kann man ja noch kennen. Darauf wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen. Es gibt in der Welt, wenn man jetzt mal hinterfragt, wer zieht denn da an den Fäden? Es gibt auf der Welt mehrere extraterritoriale Gebiete. Das sind Gebiete, die nicht unter Einfluss eines Staates stehen, die nicht unter der Gesetzgebung eines Staates stehen. Dazu gehört, das wissen wir alle und kennen es auch, der Vatikan. Der Vatikan ist übrigens überall mit involviert. Alles, was wir jetzt besprochen haben, wenn man da einfach zwei Schritte weitergeht, stößt man immer wieder auf Vatikan. In Form von Jesuiten, in Form von Papst selber und so weiter. Die katholische Kirche ist ja eines der mächtigsten Unternehmen weltweit. Kein Wunder, ne? Sie hat ja auch schon seit 1500, 1600 Jahren sind die am Geld scheffeln, will ich mal sagen. 1500 oder 1600 Jahre. Der Vatikan ist ein eigener Staat, ca. 1000 Personen sind da drin. Der Papst kann nichts vorgeschrieben bekommen. Es gibt keine Kontrolle dort, außer eine interne. Aber es gibt keine externe Kontrolle. Washington DC, das heißt District of Columbia, dort sitzt das Kapitol, dort sitzt das Weiße Haus, dort ist der Sitz der Federal Reserve Bank, der Zentralbank in den USA. Das wissen auch die allerwenigsten. Washington DC ist ein extraterritoriales Gebiet. Man sieht es auch daran, dass die zum Beispiel auch keine zwei Abgeordnete in dem Senat haben von der USA, wie alle anderen Staaten. Dort gelten andere Gesetze. Ein bisschen näher bei uns ist die BIZ in Basel, das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die ist gegründet worden nach dem Ersten Weltkrieg, irgendwann in den 30er Jahren. Eigentlich nur zur Abwicklung der deutschen Reparationszahlungen gedacht. Sie ist danach beibehalten worden und gilt heute als die Zentralbank der Zentralbank. Dort treffen sich in regelmäßigen Abständen die führenden Zentralbanker der Welt, hinter verschlossenen Türen. Das Gebiet der Bank, diese paar Quadratmeter, auf dem sie gebaut ist, ist extraterritoriales Gebiet in der Schweiz. Dort gilt kein Schweizer Recht. Die machen ihre eigenen Gesetze. Niemand hat Einblick. Niemand hat Zutritt. Dort hat auch der IWF zum Beispiel ein Büro, ja. Die UN hat dort ein Büro. Die Weltbank hat dort ein Büro. Also man sieht, wo die Fäden letztendlich zusammenlaufen. Und last but not least, die City of London, genannt COL. Die City of London, damit ist es nicht die Stadt London gemeint. Es gibt die Stadt London, wo vielleicht der eine oder andere von euch schon mal war. Und es gibt in der Stadt einen Bezirk. Das ist ein extraterritoriales Gebiet. Natürlich, man merkt es nicht. Man kann einfach drüber laufen, durchlaufen. Das ist dort, wo die Fleet Street ist. Die Fleet Street ist das Pressezentrum, ja, Englands, wo die ganzen Zeitungen, die ganzen Verlage sitzen. Und vor allem ist die City of London der Sitz der ganzen Banken. Alle mächtigen Banken der Welt sind in der City of London. Begrenzt ist die City of London übrigens an den Einfallsstraßen mit Monumenten, dort stehen so Statuen.
Hat schon mal jemand gesehen? Die Statuen, was die darstellen, es sind Drachen. Riesige Drachen, mitten in London, mitten auf der großen Straße. Und auch das Wappen der City of London ist ein Wappen mit Drachen und Schlangen. Kann man sich auch so seine Gedanken machen dann. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, es würde jetzt den Rahmen sprengen, aber dort sind die Zentren dessen, wo die Fäden zusammenlaufen. Die Wall Street zum Beispiel wird meiner Meinung nach auch von der City of London aus kontrolliert. Ja. Ja, wer regiert die Welt? Diese vier Plätze, von diesen vier Plätzen aus, würde ich mal sagen, werden jetzt bestimmt schon 70% oder 80% regiert. Und es sind nur wenige Menschen, die dahinter stehen. Im Vergleich zu der Weltbevölkerung. Vielleicht sind es ein paar hundert, ja. Aber mehr, es sind keine paar tausend. Es sind nur ein paar hundert. Und hier ist die Pyramide nochmal als Symbol. Man sieht es auch an allen Plätzen, zum Beispiel in Washington D.C., ich weiß nicht, wer schon mal, Lothar war gerade in Washington, ja. Das große Denkmal von George Washington, das Washington Monumental. Was ist das? Der Obelisk, den habe ich ja gemeint, ja. Lincoln. Das große Monument ist ein riesiger Obelisk. Wisst ihr, was ein Obelisk ist? Also, ne, ein ägyptisches, ein ägyptisches, will ich mal sagen, Monument, ja, viereckig und läuft oben auch wie eine Pyramide, wie so ein großer, eine große Säule, wo oben drauf eine Pyramide ist, läuft spitz zu, ist ein Obelisk. Dieser Obelisk steht in Washington. Der steht auch auf dem Petersplatz in Rom, bei den Katholiken, ja. Da steht er genauso. Und er steht an vielen, vielen, vielen Plätzen in dieser Welt, die wichtig sind. Es ist ein Zeichen, ja. Es ist ein okkultes Zeichen auch. Und wenn man jetzt mal die Pyramide jetzt hier anguckt, als Struktur und als Symbol, dann sieht man, ja, dass auch sowohl das Banking, das heißt jetzt nicht, dass jede Bank da involviert ist, aber letztendlich wird eine normale Bank auch von hinten kontrolliert. Die Banken, das Geschäft, das Militärische, die Politik, die Erziehung, Medien, Religion, steht hier alles auf Englisch jetzt, Geheimdienste, die sind alle so strukturiert. Und ich möchte auch da noch einmal, weil auch das Thema Religion hier steht, wenn jemand jetzt nicht in unserer Gemeinde ist, sondern vielleicht in einer anderen Gemeinde oder einer Gemeinde, die der Allianz zum Beispiel angeschlossen ist, man muss aufpassen, dass auch in diesem evangelikalen Bereich die Strukturen pyramidal gemacht werden, damit Einfluss genommen werden kann. Viele Menschen, viele Gemeinden merken das nicht. Die gehen einfach mal in so einen großen Verband rein, weil sie denken, Mensch, da haben wir einen Vorteil davon. Natürlich haben sie auch Vorteile davon. Aber sie sehen oftmals nicht, dass das so strukturiert ist. Und der Einfluss, der wird nie unten an der Basis gemacht, sondern immer oben. Auf einmal sitzt da einer im Vorstand, ja, da gibt es ja Vorstände, den kennt man gar nicht, der kommt irgendwo her. Ja, und auf einmal kommen dann die ganzen Irrlehren mit rein. Natürlich nicht wie ein Hammer, sondern immer schön langsam. Und man kann nichts machen. Und rauskommen tut man aus dem Ding nicht mehr. So ist die Ökumene auch aufgebaut. Also das Ganze ist etwas, was wirtschaftlich, was in die Religion mit reinspielt, was in die Philosophie, in die Gesellschaft mit reinspielt, in jeden Lebensbereich eigentlich. Jetzt habe ich kurz was drauf gehabt, ich zeige es gleich. Das war eigentlich jetzt meine Überlegung, wo gibt uns die Bibel auch Hinweise? Gibt uns die Bibel Hinweise auf diese Struktur? Es gibt die Hinweise, wenn man die Bibel mit diesem Hintergrundwissen auch mal liest und auf bestimmte Dinge achtet. Und ich möchte einen Hinweis einfach mal geben. Weiß nicht, ob jetzt jemand Griechisch kann bei uns? Oder Latein? Lothar kann alles. Und Hebräisch? Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Inschrift auf dem Kreuz. Man kann es nachlesen im Lukas-Evangelium und im Johannes-Evangelium. Die ist in drei Sprachen abgefasst worden.
Und der römische Statthalter, der Pilatus, der das gemacht hat, der wurde von den Juden, von den Pharisäern letztendlich dann dort auch gebeten, dies doch wieder wegzunehmen. Er hat es nicht getan. Diese Inschrift steht auch symbolisch für etwas. Wer hat Jesus Christus, unseren Herrn, gekreuzigt? Es waren die Juden, es waren die Pharisäer, für die Religion, will ich mal sagen. Dieses Hebräische steht für die Religion. Es waren die Römer, das römische Reich. Die stehen für militärische und wirtschaftliche Macht. Es gibt einen sogenannten militärisch-industriellen Komplex, so nennt man das jetzt. Und das war nichts anderes wie das römische Reich. Und das Griechische, das steht für die Gesellschaft, für die Philosophie. Für die Philosophie, die damals schon, wo Paulus auf dem Areopag war und hat denen vorgetragen vom Gott, von dem Altar, ohne Namen. Sie haben ihn angehört, aber sie haben ihn dann doch wieder weggeschickt. Die Griechen mit ihrer Philosophie, die ganz massiv auch im 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein, im Zeitalter der Aufklärung, auch Einfluss genommen hat auf viele, viele deutsche Philosophen. Dort ist die Evolutionslehre entstanden. Dort sind viele Vorläufer der heutigen, dieses heutigen, des Feminismus entstanden, ja, der in der Frankfurter Schule nachher umgesetzt wurde. Das sind alles welche, die sich auf die alten griechischen Philosophen berufen. Also von allen Seiten werden die bekämpft, die zu Jesus halten. Christen werden verfolgt weltweit. Die Verfolgung nimmt massiv zu. Wir merken es, Gott sei Dank, noch nicht so sehr. Aber auch unser Land wird nicht verschont bleiben. Warum? Weil es auch in der biblischen Prophetie so steht.